Da wurde mir erzählt, dass das härtere Wasser das besser schmeckende wäre. Also quasi genau das Gegenteil sozusagen von dem, was du so weicheres Wasser, ne? Ja. Und du sagst, Ja, das der ist hat so das. die Idee des Mineralwassers, nicht? Also, Jo, ne? genau. Und bei mir ist das so, aus der alten Teekenner, also ich war als Student, habe ich ganz viele Teesorten gehabt, nicht? Und da war das eben, hatte man so ein Filter noch, Britta, so und so Filter, weil das Wasser da nicht so gut war. Aber letztendlich ist es eben so, wie bei Whisky oder so, man nimmt das Wasser, was da ist und man kann natürlich an anderen Orten anderen Tee trinken, weil man dann anderes Wasser hat. Letztendlich spielt das nicht so die Rolle. Also Das ist ja auch alles so, dass so schmeckbar. manche hier so irgendwelche Wasserentkalkungsanlagen und so weiter auch haben, ne? Glaube ich, kenne ich irgendwie. Weiß gar nicht, wie viel man da so rausholt dann, aber so Trinkwasserentkalkungsanlagen. Mein Onkel hatte das irgendwie. Also es gibt aber Regionen, wo denn vielleicht relativ viel Mineralien im Wasser sind, ne? Aber vielleicht macht man das auch, damit die Hähne nicht zu ballern da und was ich was alles. Naja, also es gibt Gegenden, da ist richtig kalt drin. Das ist dann, also diese Ablagerung am Wasserkran, jeder Tropfen macht sofort einen weißen Rand und so, ne? Das gibt's auch. Also, weiß nicht, Da gibt es wo dann immer so Tage, das. wo die das mit Essig durchspülen, die ganzen Städte, ne? Echt? Ja, Nein, das wäre wäre doch klug, gut. also. Ja, genau. Ist heute, Also heute ist das wieder ist. Essig da. Muss dann gar nicht viel machen, ne? Aber dass man sagt, pass auf, Leute, es ist wieder Samstag, ne? Heute ist saure Gurkentag. Macht euch welche. Ja. Kommt aus dem Hahn. Genau. Ja. Also man hat da ja mal schon alle möglichen Sachen auch über den Wasserkran, über das Wasserwerk zu medikamentieren und was nicht alles, also zu Fluor beizufügen und so Jod beizufügen und so. Es hat sich alles irgendwie nicht bewährt, weil das sind, glaube ich, die Interessen zu diffus dahinter. Ganz so, Ja, genau. Jod. Jod könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn ein Atombombenangriff ist, dass man sagt, so man noch kann, ne? Dass man sagt, und heute mache ich die Jod, also jetzt schnell die Joddosis raus. Weiß nicht, ob man das mit den Mengen hinkommt. Das wäre aber klug, theoretisch, ne? Ja, wenn Also. man die gehörige Menge mit reinkriegt. Das muss man Also ist natürlich, ja. muss man organisieren, propagieren und dann sagen, pass auf, Leute, heute trinkt jeder 2 Liter Wasser. Ne? Ist sowieso gut, weil wir haben noch und dann kriegt ihr mal Jod ins Blut. Aber war ja jetzt schon, wo sie dann auf einmal Jodtabletten Ja. aufgekauft haben und dann haben sie gesagt, das könnte man gerne machen, aber es wäre viel zu wenig. Also wenn man dann, wenn dann im Fall des Falles Tabletten verteilt werden, die haben ein Vielfaches, weil es da ja darum geht, nicht irgendwie einen Jodmangel zu beheben, sondern den Körper mit Jod zu fluten, soweit ich das Genau, damit verstanden habe, er ne? bestimmte Sachen nicht aufnehmen kann, ne? So ist es doch. Also nicht im Sinne von rausspülen, sondern im Sinne von gar nicht erst aufnehmen. Ist das richtig? Blockieren, genau. Ja. Und von daher. Also ich meine, wir sind, also was meinen, was wir sind doch schon längst irgendwelche Staatsquallen, Unterabteilungen, die da irgendwie an so einem allgemeinen System, also Tabletten essen wir, die kommen aus der chemischen Industrie, wir divers, nicht? Also im Grunde, was nicht alles von uns inzwischen konsumiert wird, gebraucht wird, was sozusagen Gesellschaft in ihrer ganzen techniziden Existenzform nötig macht, nicht? Also es ist so, also da ist jede Form von Autarkie ist von vornherein Illusion, nicht? Man ist sozusagen eine Qualle in einer Staatsqualle, also unter Millionen anderen oder im Korallenriff ein kleines Wimpern-Dingelchen. Also ist schon eigenartig. Merkt man dann, wenn es dann plötzlich nicht da ist und dann hat man eben, dann gibt es sozusagen das hiesige Korallenriff, kriegt dann sozusagen Bleiche. Werden sie alle vor Schrecken bleich und dann werden sie so bleich, dass sie nie wieder rot werden. Ja. Tja. Heute ist das, heute ist ja so der Haken, mit dem wir jetzt rumfuchteln werden, ist ja also das Konkrete in der Kunst. Da kann ich gleich auch noch mal ein bisschen, hab mir ein paar A, B und C und D, mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich da vielleicht ganz anregend fände.
Das könnte ich vielleicht gleich mal anbringen, wenn wir so ein bisschen drin sind. Ja, müssen wir gucken, wo habe ich es eigentlich? Aha. Ich habe die Tage gegoogelt nach Langeweile und das wird als Erkrankung da angezeigt. Das ist gut. Da habe ich mich auch gewundert. Ich denke, hä? Aha. Interessant. Ja, von der TU Chemnitz hat da eine Doktorandin in einem Podcast irgendwie so Sachen gesagt. Also stockte so ein bisschen, aber ich glaube, die wollte sich nur konzentrieren, um das zu erklären. Die sollte erklären, was sie da machen. Mensch-Maschine-Integration und so Avatar. Gestaltung und so ein Kram. Dann ging es, die forschte um Bewegung, auch im Hinblick auf Prothesen, intelligente Prothesen und so. Und dann sagte die, dass alle Menschen, also dass der Gang des Menschen ein rhythmisches, ein wieder, sich wiederholendes rhythmisches Muster wäre. Das Und ist wenn der verrückt, ja. Mensch, und wenn der, das ist ja eigentlich erstmal banal, wenn der Mensch gesund wäre, dann wären die Bewegungen identisch. Also wäre dieses Muster bei allen identisch so. Und das hat mich dann aber auch echt so, hups, so hinten auf der Hacke erwischt, ne? So zwick. Ich gesagt, nee, so geht das nicht. Also erstens spricht die mit krank eigentlich auch Behinderung an. Behinderung ist nicht Krankheit. Das muss man erstmal sowieso wissen. Und dann so hat die im Kopf dieses Muster, was sie da im Computer zugrunde legt und möglicherweise Bezugssysteme, die sie brauchen für die Gangvermessungen, auch mit diesen Reflektordingern am Körper, nicht? Also bei Nele habe ich das mal gesehen. Das sind ja im Grunde hochartifizielle Verallgemeinerungen, nicht? Das ist ja nicht und das wird dann auf einmal zur Norm. Also in dem Moment, wo die sagt, also wenn die gesund wird, ist das identisch, wenn es nicht identisch ist, nicht? Es ging darum, wie individuell kann man einen Avatar machen oder sollte man ihn machen, sollte man ihn wünschen und so. Und dann war das auf einmal so komisch, dass jetzt das Individuelle wird am Bezugssystem, das also genormt ist und für alle gleich verwendet wird, wird das dann gemessen, die Abweichungen. Aber hier sind die Abweichungen dann plötzlich schon, also die eigentliche Individualität wird als Abweichung definiert und ist plötzlich, rückt in die Nähe dass man das therapiert oder wegsozialisiert oder wie auch immer, also auf jeden Fall angleicht, nicht? Das ist so komisch, weil das war wie so eine, wie wenn Wissenschaft eine freudsche Fehlleistung haben könnte. Ne? So war das. Also völlig seltsames Moment, nicht? Na, wir hatten ja auch den, die war bei Lanz, die Dame, ne? Ich weiß gar nicht, den Namen komme ich nicht mehr drauf, die dann sagte, ja, die Russen, die sehen zwar aus wie Russen, aber sind ja eigentlich gar keine, die sind ja nicht wie wir. Ja, genau. Da Das ist war das genau, das. das ist sozusagen so, dann nochmal mit einer Schraubendrehung mehr drin. Ja, aber also, wo ich denn, was ist hier los, sozusagen? Also, dass das halt aus gewissen Kreisen so kommt, ist ja klar. Aber dass so Akademiker sich in den Rassismus hineindefinieren, ne? Sozusagen, oder hinein mit, sozusagen, hinein begründen. Also ein gut begründeter Rassismus, ne? Das ist so der erträgliche quasi oder der zulässige. Und da sage ich, nö, da kriegt ihr genauso auf die Fresse wie die anderen. Also ist ja erstmal, man kann ja erstmal sagen, die sind, das ist eine Diversität. So, ne? Die leben in echt anderen Landschaften und haben ganz komische Häuser und trinken Whisky und, ne, nicht eben nicht Whisky, sondern Wodka und so. Kann man ja erstmal so sagen, ja, okay, Diversität. Aber dass man dann daraus folgert, dass man die dann anders behandelt. Also, dass deren Diversität sozusagen nur mal eben Pech ist. So, da kann Ja, man und irgendwie wenn ich halt anders drauf also schießen, irgendwie. auf was woher resultiert sozusagen gut dieses Bild, mag ja sein, ne? Zu sagen,
Aber ich baue dir doch innerhalb von 10 Sekunden allein mit 3, 4 Bildern ein genauso schräges Bild vom Deutschen zusammen, der eingepisst vor dem Rostocker Sonnenblumenhaus steht und einen Hitlergruß zeigt. Ja, das gehört ja auch zu Deutschland. Und das war ein relativ großer Anteil. Und das soll jetzt sozusagen das ist unsere Kultivierung, oder was? Das ist ja die Frage, was man sich einfach nur rausgreift als Spitze gerade, was einem Ja, gerade passt. Und wie da bei muss uns, man. wir seien alle Kartoffeln, ne? Habe ich Ja. dann, ich weiß nicht, wo war das denn, habe ich so gehört, es gäbe so zwischen Ukraine und Russland, die Russen seien Bauern, also Staub. Und die Ukrainer seien Händler. Ja, So, das ist also ein ja. bisschen Und komisch. Stereotypen also, oder das was? sind auch eben Ja. so Stereotypen, also Ja. die dann auf einmal anfangen, so wach zu werden Ja. und den Hintergrund zu liefern für all das Abstruse, was man da gerade tut, wozu man sich gezwungen sieht, in der Gegenwehr oder so, nicht? Also Gibt es doch bei der Polizei dieses rassistische Profiling oder wie heißt Oh, hast du den Podcast oder die Sendung von das? Mithilo Jung gestern gesehen? Nee. Nee, achso. Da war der Wieso? LKR-Chef, da Aha. ging es auch relativ lange um Ja. Viertelstunde, 20 Minuten Racial Profiling. Also Ja. sozusagen, wo die halt, was auch Ja. wirklich ein schwieriges, technisch einfach in der Umsetzung ein schwieriges Thema ist, weil du bestimmte Kriminalitätsbereiche Ja. regional von bestimmten Gruppen besetzt sind. Ja. Und jetzt geh mal als Polizist ran und dann musst du eigentlich, ist das Ansinnen, siehe auf das Handeln und nicht auf die Hautfarbe. Ja, So aber das ist. ist der Witz. Ich weiß nicht, ob das da zu sprechen kam, aber ich würde da jetzt ganz kleine Verbindungen auch zur Rasterfahndung sehen. Ja. Weil das funktioniert ja ähnlich. Das sind einfach Stereotype und da gibt es irgendwelche Bedingungen, die müssen halt erfüllt sein. Ja, und sorry, ob das jetzt nicht immer hinhaut, aber es macht halt dann irgendwo schon Sinn, dass man da zu den einen Viechern sagt, das sind Schafe und die anderen sind Wölfe oder so. Also eine Unterscheidung Wir irgendwie. sind ja weiter. Wir sind ja so, dass also die Rasterfahndung nicht mehr nötig ist, weil wir über die Algorithmen sowieso schon wissen, wer kriminell ist. Naja, wird. Ja, Sogar der wird, der irgendwann mal kriminell wird. genau. Weil er heute ein Video guckt und radikalisiert. Der guckt Kunstdorf und er wird Genau. garantiert radikalisiert. Ja, wenn Naja. also, nehmen wir mal an, hier hast du Prädiktiv. vier, fünf stabile Mitglieder und auf einmal werden 2 der 5 werden kriminell, die im Kunstdoc teilgenommen haben. Ne? Das Ja, wird aber es ist dann kannst du, bescheuert. Ja. wird der Algorithmus schon sagen, na, jetzt Ja. ist aber die Wahrscheinlichkeit arg gestiegen, ne, Ja. hier in der Runde der Teilnehmer, dass das so passieren kann. Aber Aber es ist hat doch einen wirklich, schönen aber. Heiligenschein. Ist aber wirklich so, dass man halt, ich bin da ja auch mit Daten so herausgeben. Zensus, gut, sowas müsste man hier jetzt machen, ne, wenn man angeschrieben würde und so weiter. Da gibt es ja jetzt relativ wenig dran vorbei, glaube ich. Aber ich bin ja nicht gezwungen, alles komplett richtig anzugeben. Mit der Volkszählung da oder was? Ja, zum einen, ne, und Ja. das wird, glaube ich, werden 10 Millionen Leute befragt, ne? Das Mhm. ist jetzt, sind Oder jetzt sogar nicht. 20, habe ich gehört. Auf jeden Eine Fall. riesige Kann sein. Stichprobe. Ja, also wirklich groß, ne? Ja. Als Staat verstehe ich natürlich, dass man das irgendwie mal machen will, ne? Weil man so in Naja. Planung und hin und her, alles ist schon richtig. Und aber so auf anderen Bereichen, wo ich sage, ja, nee, der Staat muss nicht so, ne, der muss so wenig Daten wie irgend möglich kriegen. Am besten keine erstmal. Naja. Ja, der Witz ist, heute ist das ja, also da, wir haben ja damals gekämpft, massiv gegen diese Volkszählung. riesige Volkszählung, Ja, nicht, 80er mit Jahre allen war es, Tricks, ne? und das, Ja. genau, wurde heftig. Und dann, da war aber irgendwie schon, da war so, der Zustand war so, dass irgendwie wenig Leute von dir Daten hatten. Und heute ist das ja so, kannst du ja dem Staat nicht verwehren, was du freihändig also sowieso ins Internet schaufelst, nicht? Also mal mehr oder mal weniger geschützt, mal leichtsinniger, mal weniger leichtsinnig, mal so, mal so. Also die Situation ist eine andere, nicht? Du könntest heute also eben und in dieser könntest auch kaum klagen, nicht? Weil der Staat würde sagen, hä?
Ich bin der Einzige hier, der erstens sein Recht reklamieren kann und zweitens also, der es dann auch noch wirklich braucht für alle, ne? Und du gibst es lieber also an Twitter oder so, nicht? Also Ich ich würde würde aber den, eigentlich aber, lieber ja. Ich würde eigentlich lieber oder den Staat anders denken, ne? Auch wenn das jetzt so utopisch ist, aber oder romantisch, aber den Staat, dass man den nicht als Feind versteht, sondern eine Ebene, die Gemeinwohl realisiert und wo ich mich auch als Teil von sehe. Das wäre Also ich natürlich meine, man kann richtig. zwar gegen den Staat klagen, aber ich fühle mich als Teil vom Staat, zum Beispiel. Also Ja, ich. befragt der Staat für dich alle Leute, damit du den Überblick hast, was hier so alles rumläuft. Genau, Also dass man ein irgendwie so. bisschen aufpasst. Ja. Aber es ist, wie gesagt, wie man zum Staat so steht. Und ich bin halt, ja, es liegt auch, weil man so groß geworden ist, ne? Im Osten groß geworden. Und ich hatte ja schon mal gesagt, so oder irgendwo auf Twitter geschrieben, die beste Zeit war die Anarchie, Ja, kurz nach genau. der Anfang der 90er, ne? 1991, 92, 93. Totales Chaos, aber sozusagen keine, nee. Total Chaos, alles durcheinander, aber keine Anarchie, ne? Kein Mord und Totschlag. So, und trotzdem hat die Welt funktioniert. Und es war so, man musste auf nichts Rücksicht nehmen. Es war aber auch sozusagen nicht, klar waren da auch eine Menge wilde Leute unterwegs, ne? In der Zeit. So rein, so, sag ich mal, wirtschaftstechnisch, ne? Was so ausnehmende Ostbürger oder was auch immer angeht. Aber ansonsten hier mal ein Haus besetzen oder da einziehen und was ich was, wenn es leer war, pf, wurde dann gemacht, ne? Ihr hattet Zack. jedenfalls das ganz andere Staatserlebnis Ja, als wir. so. Und dann, so, und dann, als denn später halt irgendwie, als denn der, sag ich mal, die Sowjetunion da zusammenbrach, das war doch schon irgendwie ganz cool eigentlich so, ne? Blöcke weg und so weiter. So Aber ist dieses. das nicht auch Stereotyp, wenn du das jetzt so erzählst? Ne? Du hast ja deine Sicht und ich glaube, da im Osten, da gibt es so viele verschiedene Biografien, die alle das irgendwie anders, sogar manche völlig anders erzählen. Ne? Die einen waren dann, Ja. was weiß ich, todtraurig oder dass es den dritten Weg nicht gab oder die soziale Kälte, die es dann überall alle beklagen, alle nicht. Ne? Ich Manche habe selber wieder so ja, Stereotyp, ne? Die ich Ossis. hatte ja, ich hatte ja nichts zu verlieren. Ich war 17, 18 Jahre alt. Da hat Ja. man ja nichts, ne? Außer sozusagen das, was man vom Staat schon aufgenommen hat, Beschränkung. Ne, es war ja nichts Materielles, was mir da irgendwie dann, oder Struktur, die mir verloren ging, die bildete sich bei mir als 17-, 18-Jähriger ja erst. Ja. Und da war natürlich die Freiheit schon cooler. So, und Also das, ich finde das total spannend, weil das im Grunde zwei unterschiedliche soziale Plastiken sind, in denen man dann befangen ist, nicht? Ich hab in Dessau im Naturkundemuseum habe ich eine Installation gemacht, wo es um diesen Paradigmenwechsel ging, nicht? Also von der auch so Bücherstapel, nicht? Also immer so marxistische Literatur und dann auf einmal so Manager-Ratgeber, nicht? Also wie habe ich meinen größten Erfolg und wie platziere ich mich und so. Und das drückt schon unglaublich viel aus, was also im Grunde an Lektüre gefordert und selbstverständlich war. Und beide drücken aber auch eben diesen Druck aus, nicht? Also verhältst du dich nicht systemkonform dann, ne? So, und So. das ist dann bei uns eben so dieses: Wie habe ich am geilsten Erfolg? Werde ich der smarteste Angestellte ever? Und bei euch war das dann also sicherlich an die also Formeln der marxistisch-leninistischen Selbstwahrnehmung oder Nein, in der so, Umgebung, wo ne? ich lebte, halt nicht. Ne? Ja, Also nicht. es war schon Musiker die ganze Zeit im Umfeld und Leute, die Geschäfte machten und auch so ein bisschen mal Westkontakt. Weißt du, es war ja sozusagen da an der Stelle an. Aber das ist, weiß ich nicht, inwieweit das dann sozusagen eine Durchschnittsbiografie an der Hallo Stelle wäre. Ignatius. Ja. Durchschnittlich dann Ja, das oder meine ich ja. Da bist du ja wieder bei Max. Max. Halbwegs repräsentativ ist, Max ne? Mustermann, ne? Kannst in die Tonne Ja, treten. Ne? so, Das ist Quark. Ne? ja, so und
Das so auf der einen Seite sozusagen, aber ich will mal gerade noch sozusagen nochmal, warum ich sozusagen komplett sozusagen eine, ja, ich Staatsferne habe, die ganz, also mein ganzes Leben lang auch haben werde. Ich möchte einfach nicht, dass der Staat hier irgendwie eingreift. Der Staat ist für mich dafür da, den sozial Schwachen zu helfen. Ansonsten soll er sich nicht einmischen. Für mich. Sozusagen das, aber dass hier alles durch, so immer mehr durchstrukturiert werden soll. Und so auch diese Wünsche sind, ja, da muss jetzt hier und das muss gemacht werden und da muss eingegriffen werden, sonst passiert ja nichts und so weiter. Hab ich keine Verbindung zu. Also bei mir, ich glaube, ich habe so ein ähnliches Gefühl, was also an erster Stelle also Kirche angeht, nicht dieses Gefühl, sobald irgendwie da der Dunstkreis wieder an mich ranrückt, ne, sozusagen, dass so sofort auch ein körperliches Unbehagen kommt und bleibt fern, wo ist der Ausgang und so. Und das hat sich so einigermaßen ausgeweitet auf eigentlich alle größeren Institutionen, nicht? Also ist, ob das nun Schule ist, ob das meinetwegen Gewerkschaft wäre oder Friedensbewegung oder was auch immer. Nicht? Also immer da kann ich so Stippvisitenbesuche machen und dann wird es so, schnürt es mich so ein. Nicht? Also dieses Gefühl der Beschränkung und der was dieses gewollte Uminterpretieren von allem, was du tust, auf deren Folie. Entweder sozusagen als Missetat oder als was weiß ich, Heldentat oder so, also positiv wie negativ. Und das ist für mich wirklich, das kann so einen Brechreiz machen. Ne? Also, Ja, also es ist ja und dann ein Staat ist mir komischerweise zu fludderig. Ne? Also, das ist Ja, für also mich. da auch diese Politisierung von allem immer mehr, ne? Sozusagen, da haben wir jetzt natürlich so eine Phase gerade, wo dann alles, oder Künstler, die sich dann sozusagen ins Politische einbinden lassen, um bestimmt, ne, auf bestimmten Veranstaltungen und hin und her, und wir machen jetzt Tanz für den Frieden. Das ist mir alles zu bekundungstechnisch irgendwie Ja, das ist ja zu jetzt nicht gerade, ein. weil das ist ja Ulrike Meinhof zum Beispiel, diese Zeit da, ne? Haben wir ja noch gar nicht gelebt, oder? Haben wir da gelebt? Weiß ich gar nicht. Ich habe da, glaube Ja, ich. Du na, hast ich da hätte, schon ja, ich hätte, gelebt. So ich alles auch hätte. Kunst drüber Politisch, ne? gemacht. Das war Ja. doch dann so die Zeit, wo dann immer so postuliert wurde, dass alles politisch ist und so. Ja, ich hatte hier letztens, ich, oder hat ja auch, war ja auch zu sehen, ein bisschen auf Twitter, jedenfalls, wenn das jemand da entdeckt hat. Udo Lindenberg ist mir ja über den Weg gelaufen jetzt wieder, ne? Auch mit ein paar, hier in 15 Minuten sind die Russen auf dem Kurfürstendamm und so weiter. Ja. Das Stück da ja so rausgesucht. Aber natürlich genau, umgedreht gemeint ja gewesen und so weiter. Und sozusagen, der das auch, dem habe ich ja sozusagen diese Politisierung, der wollte ja damit was erreichen im Sinne der Kommunikation, nicht des Dagegenseins irgendwie, ne? Sondern da hat er dann sozusagen eher daran gearbeitet, mit Honecker ins Gespräch zu kommen, sag ich mal so. Und das wäre ja natürlich heute, gut, Honecker hat ja jetzt nicht so viele Kriege angefangen, ne? Aber das wäre ja heute schwer denkbar, dass er so, aber Lindenberg hatte jetzt an irgendeiner Stelle, hatte er auch irgendwie, er hatte was gespendet, was versteigert, aber aus seinem alten Fundus, sozusagen in der Symbolik von früher, um irgendwie eine Spende an die Ukraine zu machen. Ne? Das finde ich dann wieder auch so, das ist dann wieder in Ordnung, also für mich, aber sozusagen, dass Als ich. politische Aktion meinst du oder was? Ja. Genau, aber dass sie dann hingestellt wird und jetzt singen wir für die Ja. Ukraine und wir verbieten für die Wind Ukraine, of Change. ja, oder wir Ist verbieten, wir alle ver, kotzen. ja, So. wir verbieten für die Ukraine Tschaikowski, ja, weil Ja, das das ist ja ist, sowieso abstrus. Der war schwul, ne? Also, ja, das das kommt noch ist dazu, so ja. doof. So, und das, da ist so, da, gut, also ich hatte dann ein bisschen mal nachgeguckt, weil ich hatte letztens noch mal oben drauf gehauen, das war ja ein Bürgermeister in der Stadt Lahr oder so hieß die, glaube ich, der halt gesagt hatte, nee, das ist jetzt hier unpassend, dass wir jetzt Tschaikowski-Festival oder irgendwas machen, ne? Ja. In so einer kleinen Stadt. Nur Das weil er ist, schwul war, oder was?
Nein, weil er halt Russe ist, Ach so. war. Aber die Und Russen dürfen noch deshalb gar nicht schwul sein. ist, darum ging es ja nicht, sondern um ihn als Musiker und als Stücke, die da gespielt werden. Und dann hatte ich aber nochmal nachgeguckt und der Bürgermeister dieser Stadt, der das auch verkündet hat, warum das jetzt, ne? Wir wollen jetzt dieses Tschaikowski-Dings nicht wegen Russland und schlechtes, komisches Bild, was man da vermittelt. Das hat er auf Facebook wieder zurückgenommen und hat gesagt, wir machen jetzt ein Festival mit sozusagen, wo alles dann stattfindet. Aber es Die war halt wollten die schon. Russen nicht ärgern, quasi, oder was? Na, dieses, es geht ja darum, sozusagen nicht im Moment nicht die russische Kultur hochzuheben. Das ist ja sozusagen ihr Ansinnen und das halte ich natürlich für vollkommen abwegig. So den Ja, ist Gedanken aber alleine. so Kollektivschuld, auch präventiv und Ja, so. aber der ist seit über 100, der ist, weiß ich, wie lange der tot ist, der Tschaikowski. Der Ja, kann ja nun wirklich nichts dafür. ach, nicht Wir auf können den da jetzt. russischen, nicht auf den russischen Ja. Pianisten oder so abgehoben, sondern auf Tschaikowski. Das musst du Wir mal können da jetzt nur vorstellen. den Das ist ganzen Tag, natürlich irgendwie den so. ganzen Tag am Radio nur noch schwule Russen spielen. Dann ärgern Ja, die sich schwarz. was wir da als an Büchern aus dem Regal rausnehmen müssen. Ja, aber das musst du Unglaublich. mal vorstellen, Unglaublich. sozusagen, weil der Russe war und irgendwann vor 100 Jahren, das war wirklich, muss so ungefähr 100, 100 Jahren gewesen sein, eine gewisse Tonfolgen komponiert hat und die veröffentlicht hat, ne? Und weil er aber Russe in dem Moment war, oder Sowjet, keine Ahnung, was damals, doch Sowjetbürger, muss man Nee, da sagen. war Russland. Da gab es noch keine Sowjetunion. Ich weiß gar nicht, seit wann gab es ihn? Nee, da war noch Zar unterwegs, was weiß ich. Tschaikowski. Ja, und weil er dann aber in einer gewissen, ne, sozusagen, Nationalität ist, deswegen soll seine Musik verboten werden. Und das ist doch das Bescheuerste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ja, vor allem zementiert man damit auch diesen blöden diese Nationalidee. Mit der politischen Kunst, da fallen mir noch ein, Hans Hake, der sehr ausgefuchste Strukturen geliefert hat. Aber das Witzigste, was ich sehe, ist das, was er dem Bundestag da überlassen hat. Nicht? Hat er ja so ein Beet im Grunde angelegt und das in der Mitte die Schrift trägt der Bevölkerung. Also nicht dem deutschen Volke, wie das sozusagen draußen steht, nicht, sondern der Bevölkerung. Das war ja schon, hat ja direkt einen Skandal. Ist ja jetzt nicht, das ist doch das Volk, das ist ja ein Subjekt, das kann doch nicht die Bevölkerung sein. Und ich weiß noch, wie in Minden, mein Freund Uli Kügler, der da Künstler ist in Minden, und Künstler und Kunstlehrer, und der hat dann Schüler zu dem Abgeordneten geschickt. Und es ging darum, dass jeder Wahlkreis, glaube ich, in Deutschland sollte Erde dahin bringen, damit da was angepflanzt werden kann. Und dann haben die den gefragt, ob die da wären, nicht? Und dann, nein, aber dann war das so ein Reiz auch, das öffentlich zu machen, dass jetzt mit einer Gruppe Schüler er dahin fährt und Mindener Erde in dieses Beet bringt, nicht? So hat er ganz viele Fliegen auf einmal geschlagen. Aber es war genauso, dass eben dort jetzt nicht Blut und Boden und das Volk, nicht, sondern eben die Bevölkerung mit etwas Boden, Mutter Erde aus dem Kreis Minden Ja, dahin kam, ich nicht? sehe auch die Beleidigung, sozusagen die Beleidigung ja gar nicht darin, wie er das sozusagen der Bevölkerung sagt, ne? Sondern dass das andere in seiner falschen Intent, sozusagen dem deutschen Volke, ne? In dieser nationalen völkisch, wenn ich jetzt so mal böse bin, ne? Dass das daneben steht, sozusagen, dass nicht, dass das andere Genau. falsch ist, sondern das Hauptding abgewertet wird. Genau. Und dass das so diese Weichenstellung an der Stelle klar wird, Ja, nicht? Das ja. eine ist so ein Modell soziologisch, möglicherweise anders, auch anders wissenschaftlich, das ist verwaltungstechnisch, das ist und sowas alles, ne? Und das andere ist so, dass an die Brust schwellen kann und man denkt sofort an Hermann Gerutzka mit seinem Schwert auf dem Teutow stehen und so, nicht? Also im Kram. Das also ist, übrigens ist das auch ein hervorragendes Beispiel für konkrete Kunst, finde ich. Also unglaublich einfach gesetzt, ein unglaublich schönes, einfaches Konzept mit einer unglaublichen Reichweite an Möglichkeiten der tiefen Virtualität und so als ganz fantastisch gemacht. Also das ist eigentlich, muss ich mich selber anklagen, den nicht
weiter und tiefer erkundet zu haben, nicht, was der da gemacht hat. Also das. Und dann gibt es von da in der Zeit, wo ich groß geworden bin, gab es noch den Steg oder Steck, Klaus, der diese provozierende, der sehr viel mit provozierender Plakatkunst gearbeitet hat. Wie hieß der denn? Der war damals in aller Überlagenbücher mit seinen Plakaterfindungen rum und überall war irgendwie. Und mir hat er nie so, wie man merkt, auch nicht haften geblieben, nicht so. Genau. Was mich interessiert, jetzt bin ich ja hier mit zwei Musikern zusammen und in Na. Sachen konkrete Musik. Da bin ich also so, also da sage ich noch was, also zu Performance A, Performance B, Performance C bin ich jetzt, ne? Musik. Musik ist für mich im Grunde, kann Musik gar nicht anders als konkret. Das heißt, das ist einfach, du hast so ein Instrument, ne? So nimmst das in die Hand und dann spielst du da drauf. Es entstehen Klänge. So. Also es ist so, und dann strukturierst du die irgendwie und dann hast du alles Mögliche an Klangereignissen, was dann dadurch noch weiter verwirklicht werden kann. Aber im Grunde bildet Musik nicht ab. Es entsteht keine Als-ob-Situation. Es sei denn, man hat so Sachen wie Programmmusik und sowas alles. Sie ist schlicht nur das, was sie ist und entfaltet unterschiedlichste Wirkungen und hat dafür einen unglaublich reichen Bestand an Möglichkeiten und so, nicht? Und also das finde ich. Und dann, aber dann zu sehen, wie dann konkrete Musik sich da drin wieder einengt, um im Grunde so zu sagen, ja, das sind, wir machen hier Geräusche. Oder wir machen Soundscapes oder nicht. Also ich finde die, jetzt kann man mich prügeln, weil ich bin in Musik ja auch nicht, wirklich nicht großkundig. Aber das war so ein Ding, was mir aufgefallen war. Auch so ein bisschen der Tanz, nicht, der auch im Grunde einfach als Körperreaktion konkret, prägnant ausgeübt werden kann. Und wo keiner da so vorstellt wie vor so einem Gemälde, wo dann eine Landschaft ist und wo also so ein Abbildungs als ob entsteht, nicht? Und Ich würde mal gerne wissen, was ist denn nicht konkret? nicht Jetzt mal konkret. im Meta, also diesen Begriff, ne? Also wenn man jetzt den Begriff konkret so auf die einzelnen Dinger da anwendet, konkrete Architektur, konkret in die Box Ja, geschissen und ich löse weiß da das keiner für was. mich, also jetzt, also für mich gibt es so einen Zugang übers Theater. Also da sei ich so die Bühne und da laufen Leute rum und das ist jetzt normal, kann ich da sitzen und auf der Bühne auf so einem, in so einem Kasten rumlaufende Leute angucken und dann machen die aber einen Trick, die sagen, also ich bin jetzt King Lear oder was weiß ich, Hedda Gabler und so. Und dann schlüpfen die, nehmen die sich Rollen, die sie übernehmen und dann tun sie so, als wären sie, als ob sie diese Rolle wären, ne? Im gewissen Sinne. Also sie stellen die dar, also es gibt da natürlich ein komplexes Verhältnis zwischen dann dem Schauspieler, der also meinetwegen Hans Günther heißt und für mich würde es ja ausreichen, wenn das Hans Günther wäre, der da rumläuft und so. Und das ist so für mich dieses als ob, da rauszuspringen und ins Konkrete, nicht? Also eben nicht, also dieses als ob zu meiden, nicht? Man kann es dann wieder durch Zitate reinholen oder so, gibt viele Möglichkeiten, aber so das ist so dieser Punkt aus dieser Illusions Andreas, ah, das ist jetzt gerade Nee, richtiges ein Bild. Andreas reicht ja. Das sind zwei, das Aber Aber das ist hätte ich jetzt, kann ich jetzt alles nochmal sagen, weil Andreas sollte jetzt nein, eigentlich auch das war's. Da mitkriegen. kannst du auch noch. Aber Andreas ist nicht sozusagen jedes Volkslied sozusagen, das eine Geschichte erzählt, was ja sehr viele machen, ist das nicht eigentlich das Bühnenstück? Ist das nicht das Theaterstück, was sozusagen ich be begebe mich in eine, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wie du als ob definierst, keine Ahnung, sozusagen, ne? Oder wie du das konkret definierst. Ja, also da würde ich schon auch, da würde ich auch mitgehen, würde ich sagen, das ist auch im Grunde,
ja, eine Möglichkeit von Musik dann eben Geschichten zu erzählen, also genau wie der Tanz oder die Bewegung auch Rollen übernehmen kann. Da wollte ich noch hinweisen auf Goffman. Das ist also, der hat ein Buch geschrieben, Wir alle spielen Theater. Das heißt also, da wird dieses Modell der Rollenübernahme wird dann sozusagen allgemein, also so, dass man dem als ob überhaupt nicht mehr entgehen kann, weil also jeder spielt natürlich in irgendeiner Weise für andere unterschiedliche Rollen, also des Vaters, des Sohnes, des Lehrers, des und was nicht. Und diese Rollenübernahme führt eben dazu, dass du die Gegend auch in Bühnen unterteilst. Also es gibt Bühnen, auf denen es also völlig okay ist, als Lehrer aufzutreten. Es gibt Bühnen, in denen das extrem peinlich wäre. Oder in der Talkshow, nicht? Und man muss sich mal überlegen, was würde ausreichen, um Verhalten in einer Talkshow als entgleist und peinlich anzusehen. Das ist ziemlich, ziemlich wenig, was man da machen muss, nicht? Oder wenn du nach Hause kommst und verhältst dich als Gast, also kommst und besuchst deine Eltern und dann verhältst du dich, fragst du, ob du in den Kühlschrank gehen darfst und also verhältst dich so richtig so in dieser distanzierten, höflichen, tastenden Weise. Das hat mal, glaube ich, in Bielefeld hat das mal ein Professor seine Studenten machen lassen. Die sind alle rausgeflogen zu Hause. Also nicht so, Als sie den so. Kühlschrank leergeräumt haben. Nee, nicht leergeräumt haben, sondern so höflich gefragt, nicht? Ja. Also, oder angefangen der Mutter so wie so ein Gast was abzunehmen, kann ich eben auch noch helfen und also. Hier konkret, ne? Konkret habe ich gesehen, sinnlich erfahrbar zum Beispiel, also bei der Ästhetik oder was. Hallo Ja, Andreas, zwei. hallo Andreas. Ich hatte vorhin gerade gesagt, also Musik wäre ja von Grund auf als erstes sowieso konkret, könnte es gar nicht vermeiden, weil also in der Basis wäre sie eben nicht abbildend, nicht? Jetzt kommen wir natürlich sofort in den Bereich der Volkslieder oder auch Schlager, die eben Narrative zu bieten haben, wo ich sage, das reitet da auch drauf auf, ne? Sozusagen, das wird adaptiert und man gibt dann noch Programmmusik, die dann auch versucht, musikalisch meinetwegen einen Sturm darzubieten oder zu insinuieren und sowas, nicht? Und ich finde, beim Theater ist es eben am einfachsten zu erklären, was gemeint ist, nicht? Wenn du jetzt eine Ich habe das nicht Performance. verstanden, tut mir leid. Ja, weil du. Wieso? Nee, weil es einfach. Selber schuld. Das ist, denk mal ein bisschen Ja, nach. genau. Ach, Mann. Hier. Was soll denn das sein, das Konkrete? Erklär mal das Konkrete. Nein, das Konkrete will ich gar nicht erklären, sondern ich Also, erkläre was Situationen, in nicht denen das. konkret ist, oder? Du hattest mich ja gefragt, was wäre Ja. denn an der anderen, also sozusagen eine nicht konkrete Situation? Ja, genau. Und da ist also eine Rollenübernahme, die also im Grunde simuliert. Ne? Simulation kommen wir natürlich noch nachher auf Computer, Virtualität, 3D-Modeling, was weiß ich, also Zeug. Evolution, so ID, KI-Zeug und so, ne? KI-Zeug. Immer so, ne? Ich will ja auch nur so gucken, wo denn dieser Begriff der konkreten Kunst ansetzt. Ne? So. Und da gibt es eben diesen Widerstand und gerade die Art Performance, die sagt dann also, die berufen sich dann eben auf die konkrete Kunst, wo eine Farbfläche einfach eine Farbfläche ist. Ja. Nicht? Wo der Maler, aber auch wo sein ganzes Umfeld also ablehnen würde, über eine Bedeutung oder eine Darstellung. Also könnte ja sagen, das schwarze Quadrat von Malevich stellt das Weltall dar. Oder wie eine Ikone öffnet es also den Raum, einen transzendenten Raum, der nur leider diesmal keinen Gott mehr enthält oder so. Nicht? Also das könnte man sagen. Aber im Grunde ist das Schöne oder Interessante bei der konkreten Kunst, man setzt an. Und alles, was man dann damit macht, interpretierend, deutend, ist eben eine Weiterführung, ist etwas, was man damit macht. Man kann das natürlich als
transzendenten Zugang, einen Zugang zu Transzendenz sehen. Nicht? Aber das Werk selber würde sich dem verweigern, würde sagen, nö, ich biete da vielleicht einen Anlass dazu, nicht? Mehr nicht. Ne? Und gibt sich ganz bescheiden, wenn man meinetwegen, da ist das Judd, sieht, der hat so weiße Kisten, Kuben gemacht, also quadratische Würfel, hat dann da so eine Rinne reingefräst, oben, und in der sah man, dass in der Kiste so Wände waren, also das Ganze war weiß, die Wände innen waren weiß, alles war sauber, penibel, und dann sah man, wie die von der einen Seite, wo sie ganz eng waren, immer natürlich nach mathematischem Muster sich die Abstände sich vergrößerten, ne? So dass also die Illusion, dass man einen homogenen Körper vor sich hätte, wenn man den geschlossen sieht, auf einmal ein energetisches Potenzial als Möglichkeit eröffnet, nicht? Also so, und dann da geht der Künstler natürlich schon selbst also auch in die Richtung, hallo Leute, ihr habt da eine Deutungsmöglichkeit mal so mit Fingerzeig, Zaunfall, aber muss nicht sein. Und das ist ja beim Hake da auch so. Der hat ja ganz viel da reingebaut, sodass also der konkrete Eingriff, den er da macht, natürlich selber schon in ein Umfeld, in ein Situativ gesetzt ist. Und das ist für mich dann spannend, weil da an der Stelle geht es von der konkreten Kunst für mich zur Performance, dass eben die Situation selber durch Injektion zu verändernden Form wird, nicht? So, und dann kommen wir auch woanders noch hin, nicht? Also das Wort konkret ist im Grunde zunächst gegen das Wort abstrakt gesetzt. Also die abstrakte Kunst, die eben immer noch am Gegenstand hängt, von dem sie abstrahiert und weiter abstrahiert und noch weiter abstrahiert und den sie also auch noch in aller Fernste immer noch sozusagen so als den Urvater der eigenen Existenz sieht. Nicht? Das hat dann ich glaube, Duisburg oder so abgeschnitten und gesagt, nö, wieso, können wir doch verzichten, machen wir einfach hier einmal rot, Punkt. Ne? So, und einmal das, und dann ist danach natürlich eine ganze Flut von Künstlern aufgetreten, die das genutzt haben. Einfach zu sagen, alles Abbildhafte wird gestrichen, das hier ist jetzt einfach das. Also gibt es Leute, die haben unglaublich empfindliche, extrem also makellose Oberflächen geschaffen, nicht? Die interessant schillern und was, und dann aber eben diesen Effekt als Objektoberfläche oder Schicht oder so angeboten haben und so, nicht? Also das ist das, ja. Und ja, damit habe ich eigentlich schon meine Vorrede, die Einleitung, meine Dings habe ich schon jetzt hier los. Hat mein Pulver verschossen, Leute. Das war's. Also das ist jetzt sozusagen Futter. So, für heute. Ja, ich finde eben diesen Punkt bei der Musik, eben diese Übernahme von Klängen, die ja genauso gut auch Signale sein könnten, meinetwegen wie Jodeln, nicht? Das sind ja Signale, oder Alphörner, also das sind ja also Signalgeräte, die dann weiter verwendet wurden und so, und dann aber eben kommt das Liedchen, ne? So, oder eben das Kunstlied. Dann da weiß ich dann nicht mehr, nicht? Also kann man das noch so unter dieses konkrete musikalischer oder Existenz von Musikstücken nehmen? Na, oder ist es dann das nicht mehr? Ich frage mal an die Andreas, sozusagen mal gucken, ob sich da eine Fusion ergibt. Du weißt es bestimmt. Ich stelle mir meine Frage erst. Ach so. Die Menschen haben doch wahrscheinlich erst gesungen und dann gesprochen. Also sozusagen dieses Laut, ne, sozusagen Laut, wie man es ja vielleicht auch in einigen anderen Sprachen
dass ich denke, dass sich sozusagen durch diese Lautbildung im Sinne von Schmerz ist erkennbar, Freude ist erkennbar und so weiter, bis sich da Sprache gebildet hat, war das doch eher so ein, dass man Laute von sich gegeben hat, die dann immer weiter ausdifferenziert wurden. Und vielleicht hat das ja früher alles eher geklungen wie gesungen. Also, wenn du Affen anhörst, dann klingt das eigentlich weniger gesungen, obwohl die mitunter auch so einen Singsang von sich geben. Ich glaube mal, das ist ein bisschen wie mit Dunkel und Licht trennen. Das Trennen von Geräusch und Klang, das Trennen von Vokalen und also von Konsonanten und Vokalen, wie wir es ja in der Schriftsprache richtig festgelegt haben. Ja. Dass du also sozusagen einen reinen Vokal von dir gibst, ja, und nur ah oder ayo, die ayo-Sache, ne? Ayo, ano. Das ist das reine auf dem Vokal ist der Atemstrom, der reine Atemstrom. Aber der reine Atemstrom selber würde jetzt nicht unbedingt einen emotionalen Ausdruck in jeglicher Art und Weise darstellen können. All das, was an Schmutz, an Dreck, an Schwierigkeiten, an Widerstand hineinkommt, das kommt durch die Konsonanten. Das ja, all diese Dinge, die also von guttural über die Lippen, den Zungenschlag gehen bis zu den Spucklauten, dass sich das ausdifferenziert hat, dass du also es geschafft hast, deinen Muskelraum hier so zu benutzen, dass du überhaupt diese ganzen über 100 verschiedene Arten von Klangformungen hinkriegst, das hat sicherlich doch etliche Jahrtausende gedauert, ja, aber mit Sicherheit, ja. Aber haben sich denn so Vokale und so Konsonanten, so Laute, haben sich die denn sozusagen parallel entwickelt oder war eigentlich erst eins überwiegend? Das wird sich ja sozusagen an dem, an der Form des, ne, an der untersuchten Form des Mundraumes über die vielen Forscher ja irgendwie. Das weiß man nicht so genau. Ja, das ist wirklich sehr schwierig. Weißt du, du könntest jetzt zum Beispiel davon ausgehen, das wäre jetzt eine sehr, sehr, sehr fantasievolle Sache, dass die Menschen die Sprache durch Nachahmen von Tierlauten gelernt haben. Das ist sicherlich ein Anteil, der damit drin ist, weil ihnen ein fremder Klang ins Ohr kommt und die Tierlaute ja, was die Jagd oder was die Gefahr angeht, unheimlich wesentlich gewesen sind, ja, so dass man also in dieser Art und Weise auf diese Tierlaute sehr hellhörig wurde, ja. Und aber dass man ein Laut erkennt und dass man seinen eigenen Laut sozusagen in Verbindung damit bringt, da muss es eine gewisse es darf nicht zu verschieden sein, wie du deinen Klang erzeugst und wie das, was dort klingt, passiert, damit du in die Kommunikation mit deinesgleichen treten kannst. Es wird vorlauthafte Kommunikation gegeben haben, massenweise, ja, die einfach Hinweise gegeben hat, die Zeichen gemacht hat, die Gesten, Haaresträuben. Ja, aber auch einfach als Gestik. Ja, wir Deutschen sind ja, glaube ich, ein sehr schlecht gestikulierendes Volk im Unterschied zu den Italienern. Da ist ja schon das Ballare ist ja mit den Händen schon da. Ja, und Es gibt ich auch welche, die glaube, meinen irgendwie Telepathie, also dass die am Anfang sogar über Telepathie eher kommuniziert haben. ja, definieren wir das mal. Ich finde es interessant. Ich kann mir was darunter vorstellen. Erzähl mir was. Nee, ich habe da nur mal so, es gibt so abstruse, immer so Henne-Ei-Problem-Phänomene da, ne? Also ich finde situatives Verstehen, dass also Ja. Weiß nicht, allen also Beteiligten die Situation klar ist, ne? Ja, ich also fand es auf jeden Fall interessant, situ dass du ja. da ausprobiert hast, dass so irgendwelche, diese praktisch so kabelloses Kommunizieren irgendwie. Aber das ist klar. Stell dir das vor, da muss nicht mal ein Pfeiflaut ausreichen, wenn man körperlich nah genug zusammen ist und du erschrickst.
dann merkt der andere sofort, da ist was. Ja, also sofort, aber radikal. Ja, und dass es also eine Kommunikation gibt, die, wo sich einfach der menschliche Zustand, also die Zustandsveränderung mitteilt. Ja, weil ich denke, bei diesen ganz elementaren Dingen wird das immer so gewesen sein. Ja, weil sonst hätten die Menschen ohne Sprache gar nicht überleben können. Nochmal zu dem Unterschied Konsonant-Vokal. Nicht? Also Vokal ist ja das Lautende und hat eine Weichheit und Klarheit, die also im Konsonanten gebrochen wird. Und ich erinnere mich so an die Musik, so wie meine Eltern den gehört haben, also meinetwegen auch im Fernsehen, also Leute wie Schock oder Helmut oder Hans oder wie auch immer, Schock, so ein Bariton oder Tenor. Und also es war, alles lief auf so, die ganze Popmusik auch, alles lief auf so eine Art reinen Wohlklang hinaus. Also so das, was wir dann nachher in der Folkmusik zum Beispiel hatten, dass also das meinetwegen Dylan oder aber auch Gälisches und also es, was dann so also aus Irland rüberkam und da, auf einmal war dann so die Musik etwas, was sozusagen unrein, also von im Gegensatz zu dem eben unrein war. Nicht? Ich weiß noch, wie ich habe ja ganz viel diese Kirchenmusik, also Sœur Sourire oder Vater Furi und so, die haben alle, soweit ich mich erinnere, eben so eine ganz reine Stimme, also Heintje-Stimme auch so, nicht? Also produziert. Und das war irgendwie, ist ja, finde ich, durch. Ne? Und was ist das? Das ist also im Grunde etwas, was sehr gezähmt ist, nicht? Also im Grunde auf der Vokalität, auf dem angenehm eingehenden vollen Sound beruht, dann auf einmal als unpassend oder kitschig oder wie auch immer empfunden wird. Nicht? Also, das ist ein bisschen wie die Wildgans, die Graugans und die Hausgans. Also wir sind musikalisch verhausgansed in einer Art und Weise, dass ich sagen würde, dass selbst die Stimmvorstellung, die wir haben, gewissen Moden unterliegt. Ja, Leute, Frauen, die genommen werden als Tagesschausprecherinnen, müssen meist eine sehr tiefe Stimme haben. Ja, die dürfen nicht so eine hohe Alarmstimme haben. Das soll alles tief gesetzt, so sozusagen das neutrale Fundament, das jetzt die Sachlichkeit darüber transportiert. Und ich, haben Sie gehört? Ja, geht gar nicht. Ja. Stefan Seidel hat ja ganz oft diese aufgeregt hohe Stimme, ne? Das ist zum Beispiel so ein echter Bruch in der, also Stilbruch, ne? Das, Günther Hetzke. Wer kennt Günther Hetzke? Der macht beim Deutschlandfunk die Börsenmeldungen und Wirtschaftssendung. Und der ist total krass. Der modelliert sowas. Und also hoch und runter wie die Börsen. Ne? So modelliert er auch. Also ey, bis zum Abbiegen. Ja. Ja, es ist, also weißt du, also die Schwierigkeit ist die, wirklich, wir sind kulturell, sind wir eigentlich völlig verschmutzt und es gibt dann irgendwelche Moden, die in sind. Das Deutsche ist ja U- und E-Musik zu trennen, ja. Wie lange das bis in diese philosophischen Köpfe hindurch waberte und da nicht rauszuschlagen war. War dann so eine Art Musik der Eigentlichkeit, nicht, die dann da ablief, nicht, dass man eben sich als Schlagersänger oder als popularisierender Tenor eben sozusagen so das gekonnte Kunstlied ausborgte, nicht, Wertigkeit auszustrahlen, so vielleicht, nicht, dass das dann irgendwann mal durch abgeschafft wurde. Wenn wir zum Beispiel die Musikkultur vor der Nazizeit, die klassische Musikkultur nehmen, das wird man dann auch mit den Filmen und selbst in der Nachzeit noch merken, dort, wo Reportagen gemacht worden sind, eine wahnsinnig fette Pathetik.
die überall hinsteckt, ja, hintersteht. Diese Pathetik, alles Pathos, genau. Ja, diese Pathetik hat man sich nachher verbeten, weil irgendwie ganz klar war, dass die eine ungeheure Verführungskraft hat. Ja? Und unangemessen war auch sachlich, ne? Also es, ja, deswegen gab es danach eine Sachlichkeit und interessanterweise ist die Idee der absoluten Musik, so, Donau-Eschinger-Tage, die ist danach entstanden. Ja? Da sagte man, da wollte man also Musik von aller Bedeutung, von allem Inhalt freisprechen. Und ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich erzähle es gerne, weil das für mich so markant ist. Man ist da mit dieser Idee an Furtwängler auch rangetreten und der sagte, Beethoven, also rein absolute Musik, finden Sie? Da sagten, ja, eine Pastorale, also das hätte auch ein Sizilianer schreiben können, ja, und da in dem Sinne, ja, und da sagt er, naja, hallo, bitte, absolut, ne, ist absoluter Quatsch, ja, würde er dann sagen. Aber er ist ein Kind der Romantik, er ist ein Kind jener Zeit, die Programmmusik erfunden hat. Programmmusik ist da insofern nur wichtig, weil das, was in der Oper oder als Drama mit Personen passierte, das ist ja Gesamtkunstwerk, die Oper in dieser Weise, das wurde in die reine Instrumentalmusik übernommen und rein in der Instrumentalmusik wurden solche Situationen ausgespielt. Ja? Wenn man es mal vom reinen Klang her nimmt, das ist ja eine Entwicklung vorher. Bei Beethoven zum Beispiel, ich glaube, war in der Eroica, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ihr erwischt mich gerade auf dem Fuß, wo ich selber, entweder Eroica oder die Fünfte, die berühmte Fünfte. Das kann man nicht rausschneiden, ne? Das kann man nicht rausschneiden. Ja, das ist, aber deswegen sage ich so offen. Es ist auf jeden Fall, kommt das erste Mal, eine Piccolo-Flöte, eine ganz hohe Piccolo-Flöte, diese kleinen Querflöten, ja, damals in Holz, wie man sie beim Maler Manet noch gesehen hat, beim Flötenspieler, die kommt das erste Mal rein und das war regelrecht programmatisch, weil das war die Flöte vom französischen Militär, die gab es sonst vorher nicht, ja. Und da sind so Schlüssel drin, die damit zu tun haben, worum es eigentlich da geht. Aber ja, stopp. Also ich habe das Gefühl, wir reden die ganze Zeit über konkrete Kunst. Und hier an dieser Stelle kann man es auch nochmal zeigen. Nicht? Also es ist eben nicht so, dass diese Flöte so tut, als wäre, ne? Sondern sie ist es. Nicht? Sie nehmen tatsächlich ein Wirklichkeitszitat oder ein Wirklichkeitsfragment, ein Wirklichkeitsfragment rein, um also die Konstruktion real zu verändern. Ne? Also da wird nicht eine andere Flöte gespielt und tut so, als wäre sie Piccolo und damit täte sie so, als wäre es eben die einer, die des Militärs, sondern sie nehmen diese Flöte, sie nehmen diesen Klang direkt. Ne? So, das finde ich ist also ein sehr schönes Beispiel für das, was ich auch eben unter konkret oder Realkunst oder so weiter mir nehmen würde, nicht? Also ja. Ich darf zum Beispiel nur ganz kurz noch, ich zum Beispiel würde dazu sagen, das Wesentliche ist, dass man einen bekannten Bedeutungshintergrund benutzt, um eine Sprache zu etablieren, in der sich die Menschen Bedeutungsinhalte wiederfinden können. Ja, es ist ja sehr wichtig in der Art der Kommunikation. Ich habe es ja immer noch nicht kapiert, dass Kommunikation kommuniziert und wir das nicht tun. Ja, das muss mir noch mal einer richtig erklären. Aber es ist einfach so, dass wir mit gewissen Bedeutungsinhalten, die in einer Zeit eine bestimmte Sache verkörpern, damit auch Signal oder ein Trigger oder sonst was auslösen, sodass also ein gewisser Bedeutungsinhalt damit verbunden wird. Ja? Und das ist insofern der Versuch der konkreten Kommunikation, ja, während ja das... Das wird ja mal doller. Ja? Nur noch konkret reden. Ja, nur noch konkret. Während in dem Moment, es wird zur Kommunikation benutzt, es wird nicht über die Kommunikation kommuniziert und sozusagen
ein irritierender Spiegel dazwischen gesetzt, der jetzt sagt, hallo, wie nimmst du wahr? Ja? Es ist nicht die Befragung der Wahrnehmung insofern, sondern es ist der Versuch, Wahrnehmung darzustellen oder Wahrnehmung oder etwas wahrnehmbar zu machen. Ja? Und die Wahrnehmung wird nicht in die Selbstbefragung erstmal hineingeschickt. Ja? Für mich ist jedenfalls so dieses, das Konkrete. Sag jetzt nicht, Andreas hat die ganze Zeit umsonst gesprochen. Das kann jetzt alles auf den Misthaufen der Geschichte. Nein, wollte ich nicht sagen, sondern Peter und der Wolf. Da ist, so, da ist das konkret, weil die da alle so die ganzen also Instrumente so Figuren haben, oder? Das Wort konkret, das heißt ja sozusagen so sinnlich oder im Sinnlichen begründet und erfahrbar irgendwie. Erfahrbar. Oder eigentlich können wir auch schon fast sagen. Ja, aber oh. Ja. Und aber das ist eben bei der konkreten Kunst viel raffinierter, weil nämlich die schlicht schon davon ausgehen, dass es eben nichts Bedeutungsloses gibt. Nicht? Das heißt also, wenn die sagen, das ist jetzt hier nur die reine Farbfläche, meinetwegen Rot zwischen Gelb und Blau, ne? So, dann ist das so. Und es stellt auch nichts dar. Aber es ist also unglaublich anschlussfähig. Ne? Also man kann mit ganz unglaublich vielen, sagen wir, Kurzschlüssen auch, nicht? Also da rangehen an dieses Werk und man kann sich einhüllen lassen und man kann Erfahrungen damit machen. Man kann es aber auch auf die unterschiedlichste Weise theoretisch, historisch oder sonst wie was nehmen, oder man kann es also in unterschiedliche Zusammenhänge schieben, und das sind alles kreative Akte, die dann kommen, ne? Und das ist eben bei der Musik genauso und das ist eben beim Tanz so. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Malerei vorher eben was weiß ich, das Augenblick eintreten lassen. Hallo, Riel? Wer ist Riel? Stellt eine... Na, nicht, dass wir... Im Zweifel kommt laute Musik jetzt, oder was? Nee, ach, das ist... ich weiß, wer Riel ist. Das ist... hatte heute ein Gespräch mit einem meiner Clubmitglieder und das kann sein, dass der sich entweder meldet oder nicht meldet. Vom Motorradclub oder was? Aus dem Zeichenclub, genau. Ach, statt vom Motorradclub. Dann würde ich sagen, hallo Aurel, nicht, wenn du es bist, aber du und fühl dich wohl. Ne? So, Was? Wo das fehlt darauf. Ich finde ja immer hier, nee, guck mal, das ist doch für mich, ich sehe da echt ein Hakenkreuz. Ich kann da immer nur wieder drauf aufmerksam machen, aber ich sehe da ein Hakenkreuz. Wo du, also ich meine, nur ich sehe das. Sonst ja, naja, aber wieso nur, das ist schon da. Siehst du das ja, auch, klar, Matthias? Also, siehst du das? Ich ja, na, das kann man doch auch nachzeichnen. Mach doch mal. Dann sieht das jeder. Das ist je nachdem. Ich kann nicht zeigen, nur, das ist als Kinder. Das ist auf der Wikipedia. Ja, das ist wenn, man Wikipedia Fenster, wenn man Fenster zeichnet und die Striche in einer gewissen Reihenfolge aufsetzt, sieht das ganz schrecklich aus. Aber es ist ein fantastisches Bild für ein fantastisches Beispiel für eben konkrete. Ja, was ist da konkret? Konkrete Zeichnung. Ich verstehe es aber nicht. Ja. Da musst du ja auch nicht verstehen. Hauptsache, du gehst richtig damit um. Das ist ja auch, du musst nicht verstehen, wie die Glühbirne funktioniert, sondern Hauptsache, du weißt, wie man sie an- und ausmacht, nicht? Einschraubst oder so. Also ist auch ganz klar. Ja. Aber Andreas, du musst mir jetzt mal helfen. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Ne? Weil ich halt, der Frager. Also, ich habe jetzt mal, weil sozusagen mir war jetzt dieser Begriff, sozusagen, was du damit. Was es den Unterschied macht, wenn man jetzt zu etwas konkrete Kunst sagen kann, was der Unterschied ist, wenn man es dazu nicht sagen würde. Ne? Hm. Und jetzt habe ich mal nachgeguckt, das ist ja wirklich ein definierter Begriff, ne? Konkret. Ja, klar. Also, das habe ich ja gar nicht gewusst. Und konkrete Musik, da bin ich ja sauer. Also über diese. Ja, es gibt eine Musik konkret,
in Frankreich, ich glaube in der Boulanger-Zeit ist das aufgekommen, ja. Frag mich jetzt bitte nicht dazu. Ja, ja ich möchte es aber, genau, ich sage da nachher noch was zu, wenn da mich auch hauen dürfen. Aber hier geht das erstmal so auf Richtung geometrische Formen und so weiter, ne? Die sozusagen eine. Also ich gucke jetzt also auf den blöden Wikipedia wegen blöden Wiki. Also nicht abstrakt, sondern sozusagen geometrisch konkret. Ja, aber guck dir mal die Liste an, wenn du konkrete Kunst guckst, nicht? Die Liste Mondrian, der Künstler, die Liste der Künstler, die da drunter stehen. Ich weiß nicht, das sind, glaube ich, 10 Zeilen und alle eng beschrieben, quer über die Seite. Jeder Kubismus, wertvoll. Der gehört auch dazu, oder was? Kubismus ist abstrakt. Aha. Weil er abstrahiert von der Gegenständlichkeit. Und Mondrian? Also hier ist zum Beispiel ist eine Zeichnung. Mondrian ist auch noch, aber. Ja. Also hier wäre zum Beispiel heute als konkrete Musik Kunstverkauf gekriegt. Also hier ist zum Beispiel bei Wikipedia ist ein Bild sozusagen eine Zeichnung ist eine Skulptur, einfach nur ein Raum mit einer Treppe, sozusagen relativ konkrete geometrische Form, Abbildung, ne? Mhm. Sozusagen. Und da bin ich jetzt natürlich so dieses, da ist mir die Piccolo-Flöte jetzt aber relativ weit weg von. Ja, genau. Deshalb sage ich ja, ich habe es nicht verstanden. Aber die Frage, was wäre, wenn man diese Begriffe nicht nähme, die kann man ja überall stellen. Also Impressionismus, was wäre, wenn also diese Marken da drauf geklebt, na gut. Also für mich, ich versuche ja sozusagen die Berührungspunkte, die mich triggern, rauszuarbeiten, und ob man das dann sozusagen mit Label übernimmt oder ohne Label übernimmt, das ist dann letztendlich für mich nicht so wichtig. Aber es gibt eben dieses Phänomen dieser Benamung, und man kann sich auch von Künstler zu Künstler wirklich damit auseinandersetzen, was hat denn nun der hier mit diesem Begriff konkret oder konkrete Kunst, was auch immer, ne? Michael hat es jetzt hier. Ja, Filterraum hat es. Guck mal hier, da Künstler, ne? Ja, was ich hingeschrieben hat. Guck mal hier, also das heißt schon alleine, dass der, wie weich der Begriff geworden sei. Hans muss. Albers sogar. Auch noch. Ja, Hans Albers, aber das ist jetzt nicht der Sänger. Ja. Das ist der die Plakate ineinander gesetzt hat. Ja, das sieht man aber ja so nicht, dass das der andere ist. Man muss mal anklicken. Muss man klicken, genau. Ja. Muss man immer dann schreiben, ja. Hans Albers, Klammer auf, der andere. Der andere, der Unbekannte. Ah, hier, konkrete Poesie, da hatte ich auch noch gedacht, weil ich habe direkt gemerkt, genau. Das ist wieder, das gibt es öfters. Also das Konkrete, das wird jetzt durch alle Fakultäten gejagt. Ne? Ja, durch alle Gattungen, genau. Also und nochmal auf die Musik. Komm ich noch mit meinem letzten. Ich habe ja also hier mit Herrn Erdmann also Performances gemacht. Und von der Beobachtung mit vielerlei Apparaten hantierenden live elektronischen Musik, ne? Die ja, also ich finde die andererseits auch wirklich toll. Was mich immer richtig bis aufs Ärgern hin genervt hat, war, dass die Musik immer nur das Hörbare war gemeint. Also die konnten auf der Bühne die Kisten hinstellen, wie sie wollten. Also Hauptsache technisch standen die Lautsprecher, also Surround, ich glaube 6 waren es um einen rum, und alles war also entsprechend eingerichtet, dass es also funktionierte und beherrschbar blieb. Aber so steht da die Kiste so, dann irgendein Tisch, und dann auf dem irgendeinen Tisch war dann mehrere Pulte oder Sachen, mit denen, die man, über die man zugreifen kann. Die Flöten, die waren natürlich das Kostbarste, sahen auch sehr schön durchdesignt aus. Die lagen natürlich auf kostbarem Stoff und waren leicht greifbar und mit Kabeln versehen, sodass sie also, das war dann auch interessant, diese Flöten wurden zum Schalter. Das heißt also,
wenn du mit dieser Flöte was Bestimmtes gemacht hast, gespielt hast oder so, hatte das Auswirkungen, ne, auf die Elektronik und provozierte bestimmte Klangveränderungen oder ganze Ketten von Veränderungen, nicht? So ganz spannend. Und das ist alles für mich so interessant. Aber letztendlich, ne, ist da einfach dann der Klang. Das heißt also, da sitzen Publikum von 40 Leuten und die können die Augen zumachen und machen sie auch möglicherweise zu. Und das ist das. Und ich finde die Installation so spannend und ich finde die Vorgänge zur Herstellung dieser Musik so interessant. Und also für mich ist das ein großer, komplexer, plastischer Vorgang. Und die Musik, finde ich, erdreistet sich das einfach so. So, ist Ja, egal. aber das ist ja sozusagen, die haben ja die Performance nicht gemacht, weil sie es auch unbedingt im Studio aufnehmen wollten, um es mal so auszudrücken. Ja, Also genau, das war ja. die wollten ja, dass es gesehen wird. Insofern haben die schon doch Ja, haben das sie gedacht, abgesehen. wir machen hier viel Unordnung, also sieht auch nicht toll aus, aber muss ja auch nicht toll aussehen. Aber ich meine, es muss ja in irgendeiner Form konzeptuell mitbedacht Soll, werden. muss da Und Lupen ausgeben. keine Ahnung, irgendwas, so irgendwie was, keine Ahnung, ich bin ja da nicht der es dann zu tun hat. Also ich hab dann ja ganze Tische mit Objekten gebracht und so, nicht, und die angeordnet und so, aber sozusagen, ich hätte dann gerne auch noch sozusagen so die Lautsprecher genommen und das dann und dann irgendwie so, und das geht dann natürlich nicht, weil dann eben Konzert zu Ende ist. Ich habe hier Aber ich noch. meine, das so, Entschuldigung. und da ist so der Punkt, Lass mich da auch mal du willst was sagen? allem, hier, ich habe mal hier was rausgefiltert jetzt aus Wikipedia. Allen konkreten Kunstrichtungen gemein ist das Herauslösen der postulierten in Klammern Elemente der Künste und ihre Darstellung als eine eigene Realität. Ja, genau, da gehe ich in die andere Richtung als eine Realität unter. Also auf Wikipedia brauchen wir schon mal nicht nachgucken, um deine Definition zu finden. Genau das Gegenteil. Ja, nee, genau nicht. Da gehe ich in die Ich meine, das andere sind ja auch Richtung. nur Knilchen, die da was schreiben. Also von daher, Ja, das aber haben sie schon ja, mal das studiert ist oder richtig. so. Das ist richtig. Du, das ist wirklich davon abhängig vom Zufall, wer sich so einem Artikel dann widmet, im Zweifel, ne? Nee, das ist konkret. Also, bitte, Michael, das musst du jetzt nochmal zelebrieren. Denn in jedem dieser Worte stecken Zusammenhänge, wo ich mich frage, bitte nochmal für mich. Genau, Ja, mit Moment, Andacht. dann müsste mich schon mal ausreden lassen. Ja. Ja, ich bin jetzt hier mal. So, ich auch. Allen konkreten Kunstrichtungen gemein ist das Herauslösen der postulierten Elemente der Künste und ihre Darstellung als eine eigene Realität. Nochmal, das Herauslösen der postulierten Ja, Elemente. Elemente Ja, der Künste. Künste, genau. Und ihre Okay, also es gibt Darstellung? eine Kunst und die hat Elemente und diese Elemente Ja. sind postuliert und die Ja, löse ich heraus. Erklär genau. mir das mal. Und das dann als eine eigene Realität. Ja, weil es ist herausgelöst. Das habe ich verstanden. Also Ja. meinen Verstand zu haben, weil ich löse einfach alles aus Zusammenhängen heraus und jetzt ist das eine eigene Realität. Also das ist nicht meine Nase. Das ist auch nicht der Pickel da drauf, sondern ich setze da jetzt ein, warte mal, herausgelöst ein postuliertes Element der Kunst. Ich muss mir das überlegen jetzt, welches ich da herauslöse. Also meine Texte bestehen nur aus sowas, also was willst du eigentlich? Aber Ja. Sie haben ja da Fisches Nachtgesang daneben, nicht? Also offenbar sehe ich das, diese Verszeichen, ne? Neben dem Artikel. Und das sind die Elemente. Und die werden also aus dem gegebenen Zusammenhang, also dass es eigentlich Versmaße sind, nicht, werden sie herausgelöst und dann als grafische Zeichen gesetzt, um das stumme, die stummen Äußerungen eines Fisches zu markieren. Nicht? Also da ist ja schon fast wieder Abbildung drin. Oder ist eigentlich schon Abbildung wieder drin. Aber das ist wahrscheinlich das, was Sie da Das meinen, ist oder eine die Sache. Buchstaben, oder wenn wir in der konkreten Poesie
gibt es wunderschöne Gemälde, wo so Buchstaben ineinander verschachtelt werden, dass man sie praktisch nicht mehr anders als denn als Bildflächen sehen kann und so etwas, nicht? Also wahrscheinlich ist das gemeint. Oder wenn man jetzt Musik konkret nimmt und dann sagt, also das ist jetzt der Computer, wo das vorher durchgelaufen ist, der gehört aber unbedingt zu dem Klang dazu. Ja, Also das müsste man so. postuliert ist sozusagen, dass ich, ja, übersetzt mir mal das Wort Postulat in den Zusammenhang, dass irgendwie habe ich da einen Knick in Wird der Optik, gefordert, in der sozusagen. geistigen. Wird gefordert. Es wird gefordert, also postuliert wird gefordert, dass das so ist. Also das ist eine möglicherweise künstlerisch willkürliche Setzung, nicht? Also du behauptest das. Also nehmen wir mal an, also Schwitters kennt ihr ja vielleicht die Lautgedichte, schon mal gehört. Und dann würde der eben sagen, das ist ja in jedem Gedicht da. Ich Da, nehme es da, mal da, jetzt. da, Ja, Schwitters da. gerne. Also er nimmt sich das jetzt, um es für eine unabhängige Kreation zu nutzen, nicht? Und das ist Also, dann die Wirklichkeit. So ja, verstehe ich den Satz. eine eigene Realität. Also auch das Herauslösen und eigene Realität. Ich meine, da gibt es ja mehrere Postulate. Nehme ich erstens, dass ich es herauslösen kann. Und zweitens, dass es eine eigene Realität Genau, bilde. ja. Ja, also es ist schon, das ist schon, sage ich mal, eine Programmatik dahinter, die man durchaus hinterfragen könnte, ob die überhaupt so funktioniert. Ja, ob Ja, das heute auch zeitgemäß ist. Also ich denke, wir haben ist heute, zeitgemäß sowieso nicht, ja, aber. wir haben das klar, wir haben doch eigentlich klar, dass sich all diese Dinge miteinander verweben über unscharfe Kanten, wie auch immer, nicht? Also dass wir das eine nicht tun, ohne das andere gleich mit aufrufen zu können und sowas, nicht? Also da Ja. finde ich, kann man von diesen, das ist so dieser alte Werkbegriff, ne? Ja. So, das ist Also. übrigens auch was hier, Entschuldigung, was hier Alexander Kluge als Beispiele in seinem Brief, wo er die Künstler auffordert, endlich mal was Adäquates zu tun, was also diesem Krieg gerecht wird oder so, nicht? Also da bringt er ja Beispiele, da falle ich ja also in Tiefschlaf, nicht? Also, na gut. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Michael, du kannst ja mal als Beispiel sozusagen, unten ist ja das Wolkengedicht auf der Seite. Kann man das Oder vergrößern? ja, mach mal ein bisschen größer, Steuerung Mausrad, würde ich empfehlen. Sehr gut. Also, das Herauslösen der Bedeutung, sozusagen, man entkoppelt es, ne? Also das Wort hat sozusagen Wolke, 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 Blitz. Und es ist sozusagen, auf einmal sagt man jetzt, okay, ich kann da jetzt Wolke. Die Wortbedeutung ist eigentlich, du kannst auch andere Buchstaben hinmachen. Aber jetzt hat er das halt so zusammengebracht. Das ist hier als konkrete Kunst, Poesie eingestuft. Ja, das ist typisch auch so. Und wo ich auch, Was gelernt. ja, das ist Kannst halt. jemand lernen, immer. Aber Kannst jemand immer. was ich da eben kritisieren würde, anders als bei Schwitters, also, weil das ist ja hier richtig idyllisch, niedlich, ne? Also ich Sozusagen, habe noch das Knoten ruft in im dir so Gehirn. Wolke. Na, das ist so wie diese Kitschlieder aus Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, ne? Ist wie Gras und Ufer und so. Also das und dann hier Wolke, 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 Wolke. Ne? Also ich finde das, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist Das halt da. Es warum gibt hat das das. gemalt, wäre es hübscher. Ja? Werd mal konkret, Andreas. Ich werde jetzt auch. Ah, da, da. Ja, ne? Aber es ist natürlich so, dass die das damals ganz erregend fanden, dass man jetzt einfach so diese alte Technik, wie ja auch im Barock schon genutzt wurde, die jetzt also auf progressiv nochmal zu Ja. liefern. In der Musik, ich versuche mal, ich kann völlig daneben liegen. Im Prinzip, eine der ersten Ideen war ja, dass man diese normale Harmonielehre oder die harmonischen Fortschreitungen und so weiter verlässt, war die Idee der Zwölftonreihe, die Schönberg eingebracht hat. Das wäre sehr wahrscheinlich, frage ich mich jetzt,
ein postuliertes Element der Musik, ja, das jetzt also in dieser Art und Weise eine eigene, selbstständige Realität. Es ist herausgelöst aus dem Zusammenhang musikalischen Denkens bisher, ja. Und das soll jetzt also konstruiert, aber im Prinzip kommt dann die Frage nach dem Konstruktivismus, ja, also der Interpretation, der also eines Interpreters, ne? Das muss ja interpretiert werden vom Hörer, ne? Der muss es ja interpretieren irgendwie. Muss er? Ja, er kann es auf jeden Fall tun, das irgendwie bewerten. Wenn es im Hintergrund ist, dann nudelt es einfach nur und dann stört es mich oder so. Lass doch mal oben nochmal diesen Satz da nochmal einmal an einer Stelle nochmal ein bisschen genauer, kurz, wenn du ein ganz bisschen hochscrollst, es ist ja das Postulieren, ist ja sozusagen in Klammern geschrieben. Es ist sozusagen ja, genau. als Erläuterung, ne? Ja. Nee, Geschichte ist. Bei Geschichte ist es knapp darüber. So. Und da steht jetzt, wenn du es mal markierst, genau. Und da ist. Wenn man das postuliert, dann wird das andere konkreter irgendwie. Das Herauslösen, pass auf, ich mach mal, das Herauslösen der Elemente der Künste. Künste ist doch irgendwie, also wieder so aufgemacht. Das ist, ja, was ist denn? Also unbestimmte. Nicht der Kunst, sondern der Künste. Das ist so voll mit unbestimmten Begriffen. Weil er die Gattung da im Blick hat. Ja, aber schon allen, ne? Also das ist schon mal so. Was weiß ich was. Und dann die konkreten, da weiß ich immer noch nicht, was das sein soll. Und Kunstrichtung, ja, kann man auch drüber reden, was das sein soll. Und da gibt es was Gemeines. Und das fand ich halt einfach nur interessant. Also, Tim Ulrichs Sachen sind ja manchmal auch relativ nah am Gag, aber eine, die finde ich da trotzdem ganz schön. Da hat er einen Kugelschreiber in den Rahmen gehängt. Ne? Und dann ist der Titel der Arbeit potenzielle Grafik. Nicht? Also, da hängt dieser einsame, nicht volle Kugelschreiber und so, und das finde ich ist zum Beispiel konzeptuell und konkret, nicht so, das gefällt mir. Aber das ist doch, ja, aber für mich ist das natürlich hammerhart, ich lerne einen Satz auswendig, dass das so sein soll. Ja, genau. Und nicht, sozusagen, das ist keine für mich organische Definition eines einer Sache oder eines sondern einfach nur, das hat sich jetzt jemand ausgedacht, dass das so heißt. Ja, aber ja, ich meine, das ist natürlich... Das vergesse ich doch sofort wieder. Weißt du, also im Sinne von, weil es nicht sozusagen organisch für mich aufnehmbar ist, sondern das muss ich auswendig lernen. Ja, klar. Ja, das gehört ja auch dazu. Dafür ist es aber, dafür bin ich nicht gemacht. Das ist die Hurz-Kritik, ne? Dass du also, die gebildeten Leute sehr viel auswendig gelernt haben und es auch einigermaßen eigentlich ganz gut anwenden können und so weiter, aber überfordert sind, sobald es darum geht, also da dem Paroli zu bieten oder so, nicht? Und ein anderer Künstler wird dann eben meinetwegen sagen können, ich mache jetzt ein Parallelwerk, was das Ganze aus den Angeln hebt oder so. Aber es ist doch vom Begriff konkrete Poesie, hat man doch das Gefühl, dass es vom Begriff konkret doch relativ weit weg, also ich habe den Eindruck, dass es vom Begriff konkret relativ weit weg ist. Und warum, genau. Warum macht man das dann? Ja, das ist Geschichte. Also konkret kommt aus der Gegenwehr oder dem Absprung vom Abstrakten ins Konkrete, nicht, dass also die Herleitung vom Gegenstand nicht nötig ist, sondern eben die Farbe oder die Leinwand mit der Farbe oder so selber schon Gegenstand genug ist. Also man braucht nicht die Rechtfertigung über irgendetwas, irgendeinen legitimierenden Bildinhalt, sondern die Sache selber ist schon genug. Und also verstehe ich das jetzt richtig, wenn ich an die Malerei vom Impressionismus denke, wo dann die nackten Göttinnen immer vorne quer lagen, aber die Legitimation durch den Tempel im Hintergrund gemacht war, lässt man jetzt den Tempel weg und zeigt nur noch Nacktes. Ja, so, oder wenn man sagt, also die Seerosenteiche von de Renoir, ist das wahr? Monet. Weil sie so weit bin ich da schon von weg, ey, Scheiße. Also, von, und
Und die kann man ja verwandeln, nicht? Man kann also erstmal die Seerosen nehmen, ne? Dann kann man sagen, ja, aber alles Flecken, die aber irgendwie noch sozusagen mit den Seerosen zusammenhängen. Und wer das überhaupt nicht weiß und meinetwegen, der kommt da rein und denkt also, ja, irgendwie angenehme, interessante Farbfläche. So. Und dann wärst du auf dieser Ebene, wo du sagst, ja, ob es nun Ölfarbe ist, Seerosen oder was auch immer, das bestimmt den Raum in einer bestimmten Weise. Ich werde dadurch sowas von getriggert und nicht in einen Seerosenteich zu baden, aber irgendwie diese Farben und das ist so, ne? Also, da wäre man dann, meine ich. Also meinst du, dass das Blau von Yves Klein hat damit zu tun? Ja, Yves Klein sicherlich, ne? Also ein Blau. Und da ist eben genau, was ich sagte, dass also eben das ist, dass er Chemiker ist, dass er dieses Bindemittel entwickelt hat, dass also dieses Pigment eben garantiert nicht verfälscht, während weder beim Anmischen noch beim Eintrocknen und so weiter, nicht? Und damit also eine Reinheit und eine Intensität zu erreichen hat das, ich weiß es nicht, aber erreicht hat, die vorher nicht da waren, nicht? Und dann eben dann Schwämme damit zu tränken, dann sind das sind dann eben auch rituelle Handlungen, die eben auch nur nicht etwas abbilden, sondern er tränkt einen Schwamm mit dieser Farbe und da kann man natürlich dann wieder viel mit anfangen, aber er wird jetzt nicht sagen, also ich meine damit das, was ihr da gerade gedeutet habt, nicht? Würde er nicht machen, sondern würde sagen, ja, ich habe einfach den Schwamm in dieser Farbe ausgedrückt und habe dann damit auch noch rumgetupft und so. Also das wäre das Konkrete an dieser konkreten Malerei. So würde ich das sehen wollen. Und ich finde eben spannend, eben, dass da dieser situative Zusammenhang mit reingehört. Genau wie bei auch ein Chemieassistent, glaube ich, George Brecht, bei seiner Drittmusik, da hantiert er auf den Fotos ja tatsächlich mit dem Laborgerät, um das Wasser tropfen zu lassen, nicht so. Und damit nimmt er einen ganzen großen Zusammenhang mit rein, weil nämlich auch eben die ganzen konkreten Formen sind eben nicht und nie reine Formen, sondern sind immer schon Teil einer situativen, mehr oder weniger, situativ kann man natürlich enger fassen und weiter, nicht? Also Wirklichkeit. Und die jetzt aber als sozusagen als Werk, als ein Ganzes, wie er das so schreibt, nicht? Also sozusagen ein gesondertes, das finde ich so ganz, ganz absolut doof. Ne? Warum? Ne? Das ist doch offen, von der Anlage her ist es offen. Ne? Nicht nochmal irgendeine Tür zu knallen. Nicht mal die von der Galerie. So, naja. Ich habe hier von Ignatius hat hier eine Grafik geschickt. Ich weiß nicht, ob man die sieht, wenn ich jetzt einmal Bildschirmteil mache. Stimmt. Und dann ist das also, siehe Theoriemodell der ästhetischen Moderne. Da schreibt dazu, folgt immer einer Negationslogik. Wo ist sie hier? So. Ist das jetzt? Nee, hier auf dem Ball, hier muss es sein, ne? So, jetzt will ich gar nicht, dass wir die studieren. Da kann man für sein oder dagegen sein. Ich finde, wenn man jetzt sagt, das ist eine konkrete Grafik oder eine konzeptuelle, aber also eben sagen wir ruhig eine konkrete Grafik. Ne? Dann hätten wir auch noch sozusagen diesen Zirkel drin, dass es also Überkunst ist, was zur Kunst erklärt wird und damit aber sich selber schon wieder reflektiert und so, nicht? Das geht so in Richtung von so einem geschlossenen Innenleben, nicht? Da könnte man sagen, vielleicht. Die Grafik ist aber nur für sich selbst konkret, ne? Für mich Ja, nicht. und so, nicht? Also Hm? für dich nicht. Das ja, Nee, man für kann ja, mich ich meine, ziemlich das ist ja in der konkret. Kunst sowieso immer. Du kannst immer sagen, ach, diese scheiß Farbe, wer hat die denn da? Also Leinwand mit Farbe drauf, ne? Ein paar rostige Nägel hinten, nicht? Was soll mir das wohl 10.000 Euro kosten? Also bitte, ehrlich. Ich guck mir die Pinselführung an, ob die entsprechend ist, wie die sagen, wie die gehört. Ach, Ja, ja. also ich soll ja nicht studieren, aber ich sehe zum Beispiel, Klassik ist das erste Wort ist schon negativ.
keine. Und dann noch keine Autonomie. Also Gott, die Klassik ist überhaupt völlig unautonom. Und dann zur Selbstnegation. So, jetzt ist also, das ist wirklich der Hype des Hypes. Wenn ich jetzt ein Klassiker wäre, würde ich sagen, also nur wenn ich mich auf der Bühne selbst negiere, dann bekomme ich eine Autonomie, die Werk, Medium und Konzept völlig auseinandersprengt. Also auf gut Deutsch, ich schmeiße mich in den Graben, oder? Nee, du musst dich schmeißen lassen. Nein. Ich will auch keine Miete, die du bezahlt hast. Ja, du willst es ja. Das kannst du ja von mir. Also Klasse, sonst müsste ich sagen, nein. Ich als Klasse, du bist jetzt ja gerade Klasse geworden. Ja, genau. Und dann lassen wir dich einfach warten. Also die Idee ist ja vielleicht konkret. Ja, dann würde ich mir noch gefallen lassen. Ja, eine konkrete Idee. Also was ist das denn wieder? Du meinst wohl, also von der Idee her finde ich das schon konkret. Oh, aber. Das müssen wir sich denn in Ruhe. Also ist konkret autonom. Konkret. Das ist jetzt hier ideale Konkretion. Ne? Konkretion ist übrigens auch so eine Art Speis zwischen in Geröll, dass dann das die Einzelsteine ummantelt und zusammenhält. Übrigens, ja, wenn es dann noch kohärent ist. Ja. Also weißt du überhaupt, was mir auffällt, das Konkreteste hier, das sind diese viereckigen Rahmen um all diese Worte. Ja? Das ist konkret eine ziemlich geschlossene Sache. Wo ist denn da die Offenheit drin? Das sind die Reste von Excel. Ach Gott, also mit Excel, ist das jetzt wie ein postuliertes Element oder... Ja, guck mal, unten hat er auch so ein bisschen noch, sind zwischen den Tortendiagrammen, um sie wirklich mal als konkret das zu bezeichnen, was die sind. Ja. Ja, guck mal, und da sind die rechts, die beiden, da sind die Tortenstückchen ein bisschen separierter. Ja, also essen darf man sie nicht. Nur die rechts schon, ne? Die sind ja abgelöst. Also hast du kleineren Bissen. Ja, ja. Aber links ist egal, wie du rangehst, musst immer alles zu dir nehmen. Also ich muss mich hier entscheiden, sehe ich. Ja. Ja. Also entweder bin ich reflexiv, post-avant oder schon modern. Aber Klassik, das ist eben schon echt unautonom. Also ich möchte mich ja endlich mal selbst negieren können. Aber also ich gebe natürlich zu, dass ich hier ausschließlich als Banause an diese Grafik herangehe gerade. Ja, aber zwangsläufig. Zwangsläufig. Ja, okay. Ich bin immer davor weggelaufen, wenn einer mit sowas gekommen ist. Das ist so. Also was für mich ist das irgendwie so, diese Modellbildung finde ich ja ganz schön, wenn einer da kleine Modelle baut, nicht? Und die stellt er dann irgendwie in so eine kleine Vitrine und dann kann ich da dran langgehen und sagen, ach, aber ein hübsches Modell, aber das ist doch ein bisschen einfach. Nicht so, hätte man, da habe ich schon kunstvollere gesehen oder so. Also diese Ich finde gerade, also eben alles, also Soziologen, Physiker, wie auch immer, ich finde das immer ganz schön, was die einem erzählen und wie die diese ganzen Sachen. Und in dem Moment, wo die jetzt kommen und sagen, aber das ist die Realität, ne? Sozusagen, da kommen sie mit so einem Wahrheitsbegriff und Echtheit und wollen, dass man das jetzt akzeptiert als Struktur von dem, wo drin man da, wie die von dem, wo man jetzt gerade am Leben ist, so, ne? Ja. Das, also Und da wehre ich mich, das finde ich einfach immer zumute. Also tatsächlich hat das eine innere Logik hier, nicht? Also erst fange ich an zu negieren und dann höre ich mit der Negation wieder auf. Aber vorher bin ich halt unbewusst und kann mich nicht negieren und zum Schluss kann ich alles negieren, wenn ich nur will, tue es aber nicht. Genau, das ist Dialektik, oder? Ja, so. Also ich kann mich an ein Konzert erinnern in Wiesbaden, in dem Kurhaus, in einem sehr ansehnlichen Saal, in dem sonst immer Sekt getrunken wurde. Da gab es dann ein modernes Konzert und einer der Komponisten stellte das vor, dass er sich jetzt wieder daran wagt, die so lange verpönte Sechste und Terz in seinem Werk vorkommen zu lassen, weil sie ihm einfach einen Schönklang hat. Ich glaube, damit ist gemeint, er hat die Negation wieder aufgehoben und hat wieder Intervalle zugelassen, die bis dahin für ihn verboten waren.
man nennt das Avoid im Jazz. Ja? Man darf da einfach die Avoid-Töne nicht in der Tonleiter vorkommen lassen, sonst klingt es nicht jazzig. Ich glaube, irgendwie sowas ist das. Ja, ja. Und aber ich meine, als Macher, als jemand, der gerne so Sachen so warten, also schreibt, zeichnet, was auch immer, ne? So frage ich mich, hilft mir das? Und dann muss ich zugeben, nein. Also ich, jetzt habe ich es verwendet, nicht? Das ist natürlich auch irgendwie witzig, aber es ist... Hättest du das mal alles vorher gewusst? Wem hilft das was? Also okay. Hättest du das alles vorher gewusst? Hätte ich das vorher gewusst. Ich fürchte, ich habe so Sachen ja auch irgendwie studieren müssen, nicht? Also irgendwie habe ich sie auch dann, also... Ja, aber als Ansatzpunkt, um sozusagen erstmal irgendwas zu haben, um sich dann darüber anzureiben oder darunter zu finden, sozusagen, ne? Wenn man sagt, okay, ich will mich mal über konkrete Kunst unterhalten, ist es doch quasi optimal, sowas zu haben, wo man mal gucken kann, was steht denn da genau, was ist denn, wie strukturiert sich das und so weiter. Durch, gut, ist das ja, ne, machen wir ja auch, gebe ich, dass ich vor, aber ich hatte vorher das Thema des heutigen Tags quasi gar nicht gesehen, deswegen dachte ich, das hat sich Andreas doch hier gerade alles ausgedacht. Das ist gerade so diffus, ne, sozusagen auch in der Definition irgendwie. Und dann, ja, steht es in Wikipedia schon drin. Ne? Und seit über 100 Jahren. Ja. Ja, wir waren also in den losen Diskussionen, also Michael und ich, und waren wir eben auf bestimmte Begriffe gestoßen, und dann war so irgendwie, weil ich da irgendwie dann langschramme oder das irgendwie auch faszinierend finde, waren wir dann so auch gesucht, dann plötzlich eben genau die Entdeckung, ach, sieh an, das gibt es ja, nicht? Konkrete Poesie und konkrete Musik und so und das Eigentliche, das hatte ich jetzt da direkt irgendwie semantisch mit in Verbindung gebracht. Das Konkrete ist das Eigentliche. Das, ja, das es wird Bare, eben so präsentiert, dass man sofort denkt, es wäre dadurch höherwertig oder so. Nicht? Ja, ohne viel Geschnösel, dann sag doch mal konkret, was du willst. Ne? Also ja, ich hätte gern dies, das. Sag doch mal, wie viel Euro willst du? Ne? Sag doch mal konkret, wie viel Euro willst du haben? Aber sozusagen eine landläufige Gebrauch des Begriffes ist hier jetzt nicht angezeigt, ne? Ja, in dem Bereich, da habe ich manchmal das Gefühl, die drehen das 5-mal um, da weiß keiner mehr, wo vorne und hinten ist. Ne? Und die reden die ganze Zeit über irgendwas Konkretes, aber das ist gar nicht konkret, ne? Weil die das ganz anders verstehen mit dem Konkreten. Also ich war in Salzwedel in einer Ausstellung beteiligt, also wo es um konkrete Poesie ging. Da waren also Künstler aus der damals schon ehemaligen DDR und westliche Leute, die in diesem Bereich gearbeitet haben. Und das war erstens eine unglaublich schöne Ausstellung. Also man konnte sich da wirklich drin umhertreiben lassen und hatte viele Funde. Und dann waren die Künstler auch da, haben auch gelesen oder gesprochen. Und auch das war, die Aura brachten die sozusagen mit und haben sie aufrechterhalten. Und es war eben was Besonderes, diese Reihen von Lexikon, von Lemmata in einem bestimmten Muster hintereinander geschrieben. Also es gab ganz viele konzeptuelle Arbeiten, ganz glaubwürdig und in dieser auch Alltäglichkeit oft oder in dieser Unbefangenheit, aber manche waren dann aber auch eben unglaublich intensiv durchgearbeitet. Nicht? Und dann habe ich eine Zeit lang mitgeschrieben an einer Zeitschrift, die Miniature Obscure, von zwei Künstlerinnen gemacht, und das wurde immer so eingebaut, zum Beispiel, das waren so kleine Quadrate, also man musste, also ich war so, nicht? Und dann
wenn die zum Beispiel in einem Hamsterkäfig ihre Hamsterlauf hat, wurde das dann eingepasst und dann so dann als originale Zeitschrift versandt und so. Nicht? Also auch lauter schöne Geschichten. Und da drin war genauso wunderbare Werke. Also von daher ist es irgendwie auch müßig, sich über die diese Ebene der Begrifflichkeit oder der kunstwissenschaftlichen Verarbeitung darauf zu stürzen. Ich glaube, ich habe noch eine Idee. Mir kommt da eine, vielleicht, dass das meinen etwas erstmal negierenden Eindruck da revidiert. Die Zeit vorher ist die Zeit der Romantik. Die ist die Zeit eines letztendlich fast totalitären Anspruches darauf, dass man die Gesamtheit der Welt erfassen könne. In der Philosophie wird ja auch von dem Ende der Welt, also philosophisch gedacht und so weiter, wird ja darüber geredet, das Gesamtkunstwerk, das man also bei Wagner hat, da war für die europäische Musikentwicklung in der damaligen Zeit, war ja, hallo, wie kommen wir weiter, wie machen wir weiter? Und eine Negation von diesem Gesamtkunstwerk hin dazu, dass man einfach sagt, ich versuche jetzt mich in eine Experimentalsituation zu bringen, in der ich also einfach andere Konzepte entwickle, in der ich sage, halt, ich will mich nicht in diese Gewohnheit des Gehörten einordnen und ich tue es dauernd, wie kann ich dem entkommen? Ja, ich meine das jetzt mal rein musikalisch. Ja. Haben wir jetzt auch, wir haben ganz viele so Situationen im Augenblick, finde ich. Ja, und insofern ist die Idee der Negation, wenn ich sie als Experimentalsituation begreife, nicht mit dem Totalitären und das ist das wahre Konkrete, sondern dass ich einfach sage, ich nehme jetzt einen bestimmten Blickwinkel. Ich klammer mal andere Sachen aus und sage eben einfach, meinetwegen das Medium, das ist nicht wichtig. Ich kann also völlig fremde Medien nehmen. Ich kann also meinetwegen jetzt die Sinfonie nur trommeln oder so. Ja. Es wird nachher auch gesagt, also ich verabschiede mich davon, dass ich den Ton als Ton in einer Schönheit artikulieren will, sondern ich sage, bitte achte nur darauf, dass du ihn lauter und leiser spielst oder achte ihn nur darauf, dass du ihn ruhiger und tiefer spielst. Alle anderen Dinge werden dir freigestellt davon, entkoppel dich, achte da extra nicht drauf. Also es ist sozusagen ein Fokussieren des Blicks, um eine andere Perspektive einnehmen zu können überhaupt. Ja? Vielleicht als diese Idee. Ja. Und da eben zeigt sich, dass vielleicht das Wort Negation dann auch eher so, dass man sich von etwas abstemmt, nicht? Von dem man dann durch das Abstemmen zwar loskommt vielleicht, aber vielleicht auch nicht so rein loskommt, wie man das vielleicht gerne hätte. Und so, dass also der schon allein das davon abstemmen, also Übernahme auch mit ist und so, nicht? Also diese, ja. Also ich habe das Gefühl, ich bin heute, fühle ich mich in einer anderen Welt, die sich anders konstituiert. Und das ist gar nicht mal dadurch gekommen, dass ich große konzeptuelle Entscheidungen getroffen haben. Das kommt dadurch, dass die Welt sich irgendwie drastisch verändert. Und so ein Teil meiner Arbeit ist ja auch immer situativ gewesen und das setzt sich im Augenblick durch. Nicht? Also man kann sich gar nicht, man kann sich zwar entziehen, also den Ukraine-Krieg nicht nehmen, aber meine Clubs, die haben wegen Zorro Z wie Zeichnen geheißen, mhm. nicht? Die werde ich jetzt im nächsten Halbjahr umbenennen, nicht? Weil das so aufdringlich mörderischer besetzt ist, als ich das denken konnte und so, nicht? Also so und so gestaltet das also ein bisschen so kleine Entscheidungen hinein mich, ne? Werde ich also davon auf einmal bestimmt und in der Kunst eben auch, nicht? Also es geht in meine Fieberträume rein und es ist auf unterschiedliche Weise ist eben die Situation auch in einer anderen Größenordnung, nicht? Also jetzt im Augenblick für mich Fakt, nicht? Und das,
das ermöglicht und fordert irgendwie auch Neues, wobei ich bin ja auch ein müder Knochen und denke, ach, irgendwie so weitermachen wie bisher ist auch nicht so schlecht oder so. Muss man mal gucken, nicht? Ja. Ja, das war das mit dem Konkreten. Ja. Also konkret ist jedenfalls für mich trotzdem besser als abstrakt. Ästhet, konkrete Ästhetik. Da werde ich jetzt alles lesen, was es an wissenschaftlichen Papers gibt. Wenn du aufs Gemeindefest oder auf den Jahrmarkt gehst und da siehst du da so, wie die da so ein Karussell haben, so ein kleines, wo sich so eine Scheibe ganz schnell dreht. Und wenn man da dann eine Farbe drauf dröppelt, ne, dann gibt das also so schöne bunte Lackfließmuster, schön punktsymmetrisch und so. Und da kannst du denken, ach, die konkrete Kunst hat ja den Jahrmarkt schon erobert. So, und dann ist das natürlich auch schon länger, gibt es schon länger als die konkrete Kunst. So. Ja, wie gesagt, das bei mir ist irgendwie, ich hatte mal mit Ontologie oder sonst was, denn muss ich da dran denken. Ja. Was sich halt unterscheidet, das Konkrete unterscheidet sich zum Beispiel vom Fantastischen. Man könnte jetzt aber auch sagen, das Fantastische ist ja individuell auch konkret. Ne? Und das meine ich halt, der Begriff ist eigentlich so, kannst du in die Tonne treten. Was willst du damit? Das ist völlig unnötig, konkret. Ne? Konkret, das ist der Angstschweiß im Horrorfilm. Also so wie, wenn du es so sagst, wie ich es verstehe, dann ist es konkret. Ne? Ja, aber welches Label in der Kunst ist nicht so? Weiß nicht. Ja, genau wie Kunst und Antikunst. Also konkrete Antikunst. Da kann man ja auch die Spitze treiben. So, ne? Genau. Konkrete Antikunst. Ja, aber da sind wir denn ja sozusagen, wenn es um die Begriffswahl geht, künstliche Begriffe, also sozusagen die, ne, irgendwie angenehmer als so ein Begriff, wo der ständig irgendwie mitschwebt, das konkret, dass man sozusagen in seiner normalen Leben halt vor sich her trägt, ne? Ja. Ja, der Begriff ist, das ist halt auch. Der Satz ist Pythagoras, der ist für mich konkret zum Beispiel. Genau, der ist schön, ne? Ja, das ist konkret. Das hat mit Intersubjektivität und weiß ja gar nicht, was da ist. Ja, der heißt ja jetzt auch nicht Viereck-Satz, ne? Ja. So. Es gibt ja so diese Arte Povera, nicht? Also diese Kunst, diese arme Kunst mit armen Mitteln und dann sieht man die und dann sind das aber sozusagen gerade die Versatzstücke, auch modische Versatzstücke, von so Italienurlaubern, nicht, die dann eben dieses Rot von den Tonkrügen oder Tonblumentöpfen nicht so und mitverwendet und also ist natürlich klüger, als ich das jetzt sage, aber dann hat das so was Schickes und dann plötzlich denkst du, das ist so wie diese Suppen oder Gerichte, die mal sogenannte Armengerichte waren und die heute also in der Haute Cuisine nicht als Gulasch des armen Bauern oder irgendwie sowas nicht betitelt werden, nicht, und dann kommt einem das dann eben auch so komisch vor. Dann, naja, egal. Ja, vielleicht nicht. Also überall gibt es natürlich auch die Schwierigkeit, ich sage das mal rein ökonomisch oder auch psychologisch, dass die Menschen Nischen suchen und sie möchten bitte ihre Nische konkret besetzt haben, ja. Das heißt also zu sagen, also das ist die Richtung, die ich meine und nee, das, was du sagst, meine ich überhaupt nicht und hier geht's lang. Ja, du hast das gar nicht verstanden, weißt du, folg mir mal. Es gibt ja ganz viele psychologische Dinge, die hinter solchen Begriffsfindungen auch ablaufen, die sozusagen versuchen, eine ganze Sozialisationsform zu bilden. Ja? Wobei sie eben tatsächlich diese ganze Musik benutzt ja immer noch den alten Rahmen des Konzertraums, dass da vorne gespielt wird und da gegenüber die Zuschauer sitzen. Also was sich da nun alles so wirklich verändert, das ist ja sehr, sehr oft so,
dass sich Dinge nur dann durchsetzen, wenn du in gewisser Weise ganze enorme viele Elemente hast, die sozusagen redundant sind, immer wiederkehren, die jedem bekannt sind. Und dann drehst du mal eine Schraube neu und sagst, also jetzt habe ich das Ei aber von unten erfunden. Ja, ja. Ja. Ich habe also meine allererste, also Examensarbeit, Performance im großen Raum in der damaligen Gebäude der damaligen Kunstakademie Münster. Das war eigentlich so gedacht, dass die Leute da flanieren zwischen den Objekten und ich dann eben dort inmitten der Leute, die dann da rumgehen und gucken und möglicherweise auch was trinken oder so, dass ich da eben seltsame Sachen mache, ne, die dann immer mehr Platz für sich beanspruchen und so. Aber was haben sie gemacht? Sie haben sich an den Wänden lang gesetzt, nicht? Weil sie so sozusagen am besten, also Künstler alles, ne? Also sie wollten, dass dieses Muster, es braucht ein Publikum und wenn ich nicht gerade der Künstler bin, der hier performt, dann bin ich Publikum. Ne? So, diese, das ist so massiv und es ist so lange, es wird schon so stark und so lange kritisiert und es sollte das nicht sein. Ich glaube, erst wenn alle Menschen wirklich Künstler sind, so dass eben kein Publikum mehr übrig bleibt, weil immer alle sind Künstler und Publikum ist auf die Weise ausgestorben, nicht? Also so dann wird das anfangen, dass also alle vielleicht oder sie sagen dann eben, komm, ein Teil von uns spielt jetzt immer Publikum und so ein Ballett und dann war das so beschrieben, als würde das also eben das Publikum auflösen, nicht? Und mit in den Tanz hineinnehmen vielleicht, war ich ganz gespannt. Aber nein, es war einfach ein Testlauf und es gab natürlich das Publikum mit Rängen und so weiter, nicht? Also und dann war da ein junger Choreograf, der sagte, ah, die müsst unbedingt kommen, bei mir ist das anders, nicht? Also, dann ist wieder so ein Pech, dass wir da nicht mehr kommen konnten, ne? So, und aber es rumort, nicht? Also diese alte in Aktionskunst schon auch experimentierte Form. Und es gibt ja dann Zwänge, nicht? Wenn du kein Publikum bist, dann ist es ja so, dass du dann irgendwas etwas anderes sein musst, ne? Du kannst ja nicht nichts sein, das ist ja geradezu grausam, nicht? Und oder dass wenn dann Events gemacht werden, das Publikum dann eigentlich nicht mehr so richtig mitbestimmt. Es findet sich dann zwar nicht mehr als Publikum wieder, aber als fremdgesteuerte Einzelne, nicht? Die dann eben hierhin gehen müssen, dahin gehen müssen, sich das anhören müssen, nicht? Aber also Michael, also Filterraum hat in den Katakomben in Trier, das kann er besser erzählen, da gab es ja also Wandelkonzerte und Lichtereignisse und im großen Rahmen inszeniert und miteinander verwoben. Und da war dann wohl so, dass tatsächlich die Leute da so ein bisschen durchirrten und so nicht mehr so richtig klar war, wer was ist und so, nicht? Das habe ich da auch mit Interesse gehört, nicht? Dass man das. Aber das ist ja nur, wie ich das interpretiere, ne? Mhm. Kannst ja immer irgendwas interpretieren. Das ist ja gerade das, dass du das interpretierst. Also wenn du das nicht interpretierst, dann verändert sich ja nichts. Dann siegen ja immer die alten Deutungen, nicht? Da muss man ja rangehen und sagen, nee, das sehe ich jetzt aber mal ganz anders. Guck mal, das heißt für mich zum Beispiel konkrete Kunst, oder? Dazu müsste ich mal was über diesen Künstler wissen. Mein Handy gibt das nicht her, das ist so winzig. Sekunde. Kurz und knapp. Du hattest vorhin war daneben gleich das NATO-Symbol abgebildet, ne? Ja, das hier. Das ist, glaube ich, diese Skulptur. Ja, aber das ist ja eine so eine Skulptur da rausgebaut aus dem Logo. Ist das schön. Ja. Die ist cool. Ich finde die cool. Das ist aus Panzer. Aus, nee, das ist aus, no, aus das ist aus Flugscharen gebaut. Mhm. Ich finde das faszinierend. Ja, genau. Da haben sie die ganz normale Flugscharen von Bauern genommen, die enteignet. Und haben daraus ein paar Schwerter gemacht.
Ist NATO, ist doch klar. Oh, da fallen einem ja jetzt finstere Sachen zu ein. Also unter dem, was das jetzt an Fantasien triggert, ist also rauszukriegen, ob das nun konkret ist oder nicht, ist, glaube ich, jetzt irgendwie unwichtig geworden. Ich finde, das ist voll konkret. Dass da in der Mitte diese Maschinerie, ob das nicht also das neueste Maschinengewehr ist oder. Ja, ich hatte die Laser da unten, die Laserlampen, die ganz gefährlich. Ich hatte doch hier letztens auch auf Twitter ein kurzes Video, das fand ich eigentlich immer ganz, oder so als Aufgabe nochmal für mich, eigentlich technisch relativ einfach, sich 3D-Objekte zu nehmen. Also gut, das typische war jetzt ein Skelett oder so, aber ich hatte einen Panzer genommen und diese 3D-Modelle bestehen aus ganz vielen Einzelteilen, ne? Tausende. Und dann einfach zu sagen, okay, diese ganzen Verschraubungen und so weiter, die haben diese Einzelteile ja nicht, aus denen sie ein 3D-Modell besteht und so weiter. Und dann einfach zu sagen, okay, ich simuliere das jetzt und lasse diese Teile einfach zusammenfallen. Ja. Diesen Panzer. Ja. Zu sagen, und das wäre das Ergebnis. Ja. Wie war der Spruch dazu? Keine Panzer ohne, oder nee, ohne Nieten. Keine Panzer. Ja? Mhm. So. Also ich selber frage mich, könnte das erstmal sozusagen ein Stern sein, der in die verschiedenen Himmelsrichtungen zeigt? Ja? Dann ist die Frage für mich, warum steht das mit der Achse so? Gibt es da irgendwie eine Ost-West-Achse zum Beispiel? Ja? Mhm. Ja? Ja, die Schattenbildung ist ja auch, das ist ja auch gleichzeitig eine Sonnenuhr, ne? Ist eine Sonnenuhr. Mhm. Das ist eine Sonnenuhr und ja, und das ist zweimal im Jahr, scheint dann beim Papst da die Sonne aus dem Arsch. Ja. Aber jetzt nicht mehr, weil der Papst hat sich etwas unglücklich geäußert. Sie haben das leicht gedreht. Der ist auch irgendwie NATO plötzlich, oder was? Ja, der hatte sich doch so ein bisschen der NATO mit Schuld gegeben. Ei, ei, ei. Mal toller. Das geht nicht. Ja, das alte Schuldsystem, dass immer irgendeiner schuld sein muss. Warte mal, wo ist das jetzt? Ja, Filterraum, ich gebe dir mal gleich einen Link in den Chat. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Dann haben wir das Panzerding hier mal noch. Oh Gott. Copy. Chat öffnen. Chat ist offen. Steuerung V. Enter. Kannst du mal gucken, ob du das. Naja, das ist halt. Bei dir lädt das erst in Ruhe, ne? So ein bisschen Bildschirm aufbauen. Twitter ist da. Hurra. Elon Musk wird benachrichtigt. Genau. Und das sind quasi Panzer ohne. Nietenlose Panzer. Genau. Aha. Hier im Chat habt ihr auch gesehen, was Ignatius geschrieben hat. Ja, das war das Link, was er da geschickt hat. Das ist das, was ich euch gezeigt habe. Ja, okay. Das, mhm. das ist exakt das. Und mein Aurel in der ist wieder weg. Der hat sich verabschiedet, aber man muss sagen, der ist 12, nicht? Also. Der Arme, das ist ja hinterhältig. Ah ja, jetzt bricht was. Ja, also wenn man zurückscrollt, also es ist halt einfach das 3D-Modell besteht aus tausenden Einzelteilen. Mhm. Und wenn ich dann sage, ich musste die, bei der Szene ist es so, ich musste die erst alle so ein ganz bisschen auseinanderschieben, weil das fliegt jetzt alles sehr hoch. Ne? Und es gibt aber eine Funktion in dem Programm, so nach dem Motto, mach mal wie das Universum, schieb mal alles voneinander ein bisschen weg, damit sich die Geometrie nicht überschneidet, weil sonst explodiert die. Ne? Sobald man eine Simulation startet, denkt der, oh, ich überschneide mich ja, ich muss weg. Mhm. Und deswegen ist es beim ersten Bild, aber da hatte ich in der Kamera sozusagen Position, die näher an den Kettenlidern auch dran ist. Ja, das ist faszinierend.
Das ist sozusagen, wo man auch wirklich mal so sagen, das ist mal ganz lustig, weil es relativ einfach ist und einfach so Sachen dekonstruieren, ne? Sachen einfach Modelle zu nehmen. Gerade das bei Krieg passt mir natürlich ganz gut. Und dann die rauszusuchen und zu sagen, Das war auch witzig, ja. die mache ich jetzt einfach mal. Was denn? Tweety und Schweini, das ist auch konkrete Kunst, ne? Das ist sehr konkrete Kunst, Ja, ja. das ist konkrete Kunst, eindeutig. Ich habe Tweety und Schweini, ist es jetzt Nadine. hier mit Olaf Scholz, ist jetzt als Roboter, habe ich Nadine ihn. kommt dazu. Ich habe Ja. ihn, hab Olaf Scholz gebaut. Ich weiß nicht, ob du jetzt Ton anhast. Ja, macht er. Da müsstest du wahrscheinlich Ton anmachen, damit das ein Oh, bisschen. Olaf, deine Hörst du was? Batterie ist ganz schwach. Das ist Obwohl relativ. das ein Thema ist, über das seit vielen Jahren Hallo diskutiert wird, Nadine. immer wieder darauf zu Weiß noch sprechen nicht da. kommen. Ja, ist jetzt relativ klein, Filter. Habt ihr den Ton denn gehört? Hallo Ja, Nadine. ja, 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 ja. Hallo. Hi. Wir haben den konkreten Kunstblock hinter uns. Der Ton. Oh ja. Bin ich zu spät? Ja, ich Ja, hatte. du bist nie zu spät. Thema ist, über das seit Du bist vielen Gott sei Dank immer da. Also du bist da. Jahren Also nee, meine. Ja, Wenn, weil dann wir Gott sei hatten Dank nämlich da. heute hier in der Kunststiftung eine Parallelveranstaltung und Wolfgang Welsch war hier und hat einen kurzen Vortrag gegeben Der über. Welsch, den finde ich so toll. Ja, Ja. Doch, das doch, war eine sehr schön. Das Thema war Natur und Mensch und Million die Warenkunden. Neuverortung des Menschen als Naturwesen oder Perspektive auf Verbindung von Natur und Mensch. Genau. Ich wollte Wir jetzt haben nicht so jetzt gerade. reinplatzen, aber es ist Ja. nur die Erklärung, warum ich so spät bin. Der Matthias zeigt gerade sein neuestes Video, wie sagen wir, Animation, wo er den Schulz mit animiert. Olaf, deine Batterie ist ganz schwach. Obwohl das ein Thema ist, über das seit vielen Jahren diskutiert wird und ich immer wieder darauf zu sprechen komme und wir auch unglaublich viel Geld bereitgestellt haben, kommt es mit dem Bau von Möglichkeiten, Strom aufzunehmen von Ladestationen nicht voran. Ich habe mit großer Energie darum gekämpft, dass in den Plänen der Bundesregierung drin steht, 1 Million Ladepunkte bis 2030. Und wenn man sich die gegenwärtige Entwicklung anschaut, dann sieht man nicht, dass das allen gleichgewichtig ist. Ja. Oh, Schwanni, wir brauchen deine Steckdose. Bis zum Podcast muss er wieder fit sein. Ja, also ist akustisch jetzt relativ schlecht zu verstehen, ne, in den hohen Tönen, jedenfalls bei mir. Aber ist egal. Ja. Ja, so bastel ich immer mal Moment. wieder. Andreas ist wieder da. Bastel ich immer mal wieder irgendwelche Kleinigkeiten. Und Olaf, jetzt, er ist halt noch jahrelang Kanzler und jetzt hatte ich mir mal die Mühe gemacht, den Kopf zu bauen. Hallo Nadine. Hallo Andreas. Also so als Cyber gefällt er mir eigentlich ganz gut, nicht? Also man weiß jetzt auch, warum er nicht so kommentiert, weil er das meiste wahrscheinlich sowieso schon online abgegeben hat. Warum stellst du ihn so als Cyborg dar? Weil er ein Hallo. bisschen wie manchmal natürlich auch ist jetzt hier der Begriff Scholzomat tauchte auf, als ich ihn das erste Mal zeigte, und dann dachte ich mir, das können wir mal lassen, ne? So. Und ihn ist es auch insofern ganz, weil das linke Auge ist beim Nachbauen das ein bisschen matschig. Und dann dachte ich mir, wenn ich das abdecke, bin ich das los? Das Und sieht aus wie so ein Borg-Auge. genau so ist das gemeint auch, ne? Also das ist sozusagen, ich kann ihn dann auch einsetzen, auch aus unnatürlichen Sprechsituationen heraus, ne? Ich kann ihn quasi beliebig, und es ist ja so, ich habe ja die beiden Kugelfiecher da, und der Gedanke ist, eigentlich können sie ihm auch immer mal wieder was vorsprechen und er spricht das nach. Und ich weiß ja aber, was er dann spricht und so weiter. Und da kann ich mir vielleicht die eine oder andere Szene. Ja, und das sind hier so die Tests, ihn mal irgendwie einzusetzen. Also der Anzug ist jetzt nicht, ist eine ganz andere Figur. Die gab es in 3D irgendwo und da habe ich jetzt mal geguckt, wie er in Animationen wirkt. Er hat da unten so auch so einen kleinen Schlatz an der Lippe. Aber ach Scheiß, dachte ich mir, jetzt lasse ich mal alles so. Das individualisiert doch Ja. wunderbar. Also er ist er und er ist irgendwie doch individuell ein anderer und so ist natürlich.
Aber der Subtext ist dann schon, dass er, also als der Android, es steht ja nie alleine, sondern der Android wird ja immer gelenkt. Nee, so ist es nicht gemeint. Es ist sozusagen nur in dieser Kunstform so eingesetzt. Es geht da nicht irgendwie darum, Olaf Scholz irgendwie in irgendeiner Art und Weise speziell darzustellen, sozusagen, sondern nur, er findet bei Tüti und Schweini statt und so weiter. Und da ist jetzt, ich halte den Scholz eigentlich für ganz vernünftig. Ich finde diese Hatz komisch. Bitte? Ja, die Hatz, ja. So ist es halt. Ist es auch irgendwie, jetzt haben wir irgendwie jetzt natürlich ganz kurz politisch, die NRW-Wahl, jetzt sind sozusagen die lieben Journalisten alle, ja, Olaf Scholz und jetzt Klatsche gekriegt, auch auf Tagesschau und hin und her. Ja, Leute, erinnert euch mal bitte 1,5 Jahre zurück, da war die SPD komplett abgeschrieben, auch von mir, ne? Komplett, sozusagen. War ja auch so, rein umfragemäßig. Und was passierte? Mit Kanzler. So. Das heißt, man kann auf all das, was heute geschrieben wird, im Sinne, jetzt wird seine Kanzlerschaft schwieriger und was ich was alles, das ist alles Gaga. Das ist alles Quatsch. Das ist alles in 4 Wochen alles wieder vergessen, weil irgendeine andere Situation ist. Meinst du, in 4 Wochen ist schon wieder eine andere Situation? Ja, im Zweifel, ja. Also, weiß ich, braucht da nur irgendwas Komisches passieren und schon ist alles wieder durcheinander. Irgendjemand hat dann irgendwo abgeschrieben und irgendwo eine Reise gemacht, die er nicht machen durfte. Naja, aber er war aus politischen Gründen in Japan, aber das ist ja... Ja, weiß ich, vielleicht macht noch irgendjemand einen anderen Krieg oder was ich was, oder denkt, das ist gerade günstige Gelegenheit, keine Ahnung. Ja, und schon hast ja, du wieder... Wir kriegen es ja letztendlich trotz allem doch auch immer wieder medial gefiltert. Auch wenn die Medien unterschiedlich sind, ja. Also die öffentlich-rechtlichen haben sowieso sehr oft auch im Rundfunk für mich schon so ein Spekulationsmodus, ja. Man spekuliert sehr gerne. Je weniger man Konkretes sozusagen zu fassen bekommt, desto größer wird das Spekulum, ja. Also da ist natürlich letztendlich mit Voraussagen sowieso nicht viel, ja. Dann kann man natürlich die Statistiken heranholen, wenn es dann um Wahlen oder so geht. Irgendjemand hat mir dann mal erklärt, das ist sehr simpel. Im Prinzip geht es um die Stimmung höchstens einen Tag vor der Wahl. Ja, da kann vorher ganz viel gelaufen sein, aber das, was so einen Tag vor der Wahl hängen bleibt, ja, das nimmt sich mit in die Wahlurne, ja, für die Unentschiedenen. Ja. Na, und gerade wenn es so wenige Prozentpunkte letztendlich immer nur geht, ne, wo das alles so knapp ist. Und dann zu den Umfragen, man kann sich auch mal angucken, Boris Reitschuster, also der schräge Boris, ne, der macht auch INSA-Umfragen. Da sind auch Umfragen dabei sozusagen zu Parteien und Parteien. INSA, klar, die veröffentlicht ist unter dem Label und so weiter. Und da merkt man dann relativ genau, es hängt ja doch relativ deutlich davon ab, wie man reinfragt ins Publikum. Ja, natürlich. Und da ist dann halt, ja, zack, kommen dann auf einmal auch die Tausender-Befragungen, die er da macht, ne? Irgendwie bezahlt er halt den Quatsch da. Und dann kommen auf einmal irgendwie so Werte raus, ja, die sind dann halt immer, ja, auf einmal, natürlich kommt seine blöde Deutung dazu, seine Überdeutung dann in die, ne, irgendwie was auch immer für eine Richtung dann. Und dann hast du das Ergebnis da. Und deswegen sind, ich finde immer, eine Tausender oder manchmal machen sie ja die 2000er Befragung, wo dann halt man sich immer hindeutet, das ist repräsentativ und das ist alles so mathematisch durchoptimiert, dass das schon alles stimmt. Das ist aber in einer Schwankungsbreite mittlerweile gelandet von 4-5% und die ist aber manchmal wahlentscheidend. Dann braucht man keine Umfragen. Ich fand das halt so witzig, wie er letztendlich Kanzler geworden ist, weil während der ersten heißen Kanzlergespräche sozusagen hat man von ihm einfach gar nicht geredet und dann plötzlich entsteht so ein Loch durch dieses gegenseitig sich aushebeln der Grünen und der CDU, und, aber nicht ein Loch, sondern plötzlich ist er in der Position. Und alle knetschen sich so in so ein, naja gut, dann ist es halt Scholz. Und ja,
Also ja, insbesondere. Er war einfach da und konnte aber auch halten. Also es ist ja nicht nur, dass man einfach da ist, sondern man muss ja dann auch sozusagen gegenhalten können und zusagen können. Das hat er geschafft. Also das war, ich glaube, vielleicht hätte ein anderer mit einer. Das war bei Merkel genauso. Also ja, ist ja auch so reingeflutscht, nicht sozusagen. Ja. Ja, und die Grünen können auch super glücklich sein. Die Grünen können auch super glücklich sein. Habeck und Baerbock, super in Position, ne? Kommen super durch, obwohl so immer so die heimlichen Kanzler, was auch immer. Und ich finde das jetzt auch nicht schlimm, ne? So wie das dann läuft. Und aber dieses, was Andreas vorhin sagte, das mit dem Spekulieren, das ist schon, konnte es richtig, das war eine Zeit lang so rhythmisch. Oder zwei Durchläufe war das mindestens rhythmisch. Zwei Wochen, Habeck und Kanzler sind ruhig. Die Medien werden immer verrückter über die zwei Wochen. Immer mehr wird ausgedacht, ne? Weil es kommt zu wenig Reaktion. Dann Ansage vom Kanzler, das und das machen wir, ne? So. Und dann war die gleiche Situation mal. Und es kochte sich regelrecht hoch, weil sozusagen, uns sagt ja keiner was, uns sagt ja keiner was. Was ist wohl? Es könnte ja jetzt das und das sein. Und aus dieser Spekulation ist ja dann, die spekulieren sich ja, das ist ja das wirklich Verrückte dabei, dass man sagt, es könnte sein, dass das und das ist, und das wird aber so oft sozusagen sich selbst vorgeschwurbelt, bis es einen gewissen Wahrheitsgehalt ja, bekommt. Ich habe auch das Gefühl, da wird so viel herbeigeredet. Ich sage mal, Mann, hört auf, ihr redet dem jetzt so also das Grab herbei, wobei es doch gerade ganz gut läuft. Wir haben Leute, die etwas tougher nach vorne gehen, einen, der also sozusagen aufpasst, dass der Berg eben am Ort und Stelle bleibt und so, nicht? Also das und dass das ja eben die Vorbedingungen der Vorbedingungen der Vorbedingungen mitbearbeitet. Mhm. Ich hoffe, dass das auch tatsächlich tut. Und das finde ich so wichtig, nicht? Also dieses hoch mit fliehenden Fahnen voran, ne? Und dann drehst du dich um und dann ist hinten schon alles nicht mehr da oder so. Nee, also, das wird auch so verkannt, dass er in so einem Posten steht ja nicht nur eine Medialität, also medial präsent zu sein, sondern einfach auch eine Arbeit, also die Arbeit auch der sozusagen, zwar nicht allein seine Arbeit, aber er wird ja schon genügend im Hintergrund so gewirkt haben und arbeiten mit seinen Leuten. Wie wäre das, wenn der sich umdreht und zur Presse sagt, also heute so wichtig seid ihr nun auch wieder nicht, ich muss hier arbeiten. Ja. Gar nicht. Dann wären sie also, das wäre sein Todesurteil. Generalbeleidigung. Ja, leider hatte ich die ganze Zeit wirklich keine Zeit. Also ich habe das wäre zu konkret, oder was? Nicht an euch gedacht. Ich habe leider, also ich hatte ja da Pressesprecher, ich habe einen ganzen Apparat dafür, seid mit dem zufrieden, ich war gerade weg. Ja. Na, Habeck hat es ja so ein bisschen gemacht, als er sein Statement auf Twitter auf einmal veröffentlichte und der Presse nichts, also er hatte doch so ein längeres Statement oder zwei, drei Minuten, ne, zur aktuellen Maßnahmenlage bezüglich Erdöl, Erdgas. Hatte er auf Twitter dann veröffentlicht. Und der Presse blieb die zweite übrig, als sich darauf zu beziehen. Das ist natürlich eine Generalbeleidigung, ne? Weil eigentlich wollen die den so ein bisschen noch Torwächter und wenn es auch live übertragen wird, aber Habeck tritt zu uns, ne? Er kommt zu uns und stellt sich unseren Fragen. Und das machen die halt nicht mehr immer. Ne? Das wäre früher als Trumpismus durchgegangen, quasi volle Omme. Ich hatte aber eher umgekehrt das Gefühl, dass sozusagen die Leute sich gewünscht haben, dass Scholz mehr twittert und weniger seinen Pressesprecher mitteilt, weil man in dieser Überflutung an medialen News und ständigen Flashes und neuen Infos sozusagen, dass den Leuten total lang erscheint, wenn mal zwei Tage nichts gesagt wird. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Also und zwei Tage in der politischen Arbeit ist aber nichts. Also was schaffst du in zwei Tagen? Ein Kanzler, der dafür da ist, die Presse im Zaum zu halten, sozusagen unter Vernunft zu drücken, in Richtung Vernunft zu drücken. Das ist schon, aber gut, die Bild-Zeitung ist da natürlich ganz hammerhart hinterher. Was Nele macht. Ne, ganz hammerhart hinterher, aber die Öffentlich-Rechtlichen haben auch so ein bisschen so eine Tendenz, ne? Aber ja, es ist alles noch erträglich irgendwie. Ja. Ihr Lieben, ich muss mich verabschieden, ich habe noch folgliche Pflichten. Ja, und bis zum nächsten Mal.
Mach's gut, Andreas. Ja, jo. Mach dir es auch gut. Bis, ja. Bis, Andreas. Also, tschüss. Ciao. Wann habt ihr euch getroffen? Heute um 7? Also, es ist schon viele Stunden hier. Viele Stunden. Viele, viele Stunden, ja. Zwei. Wir haben noch 12 Stunden Zeit ungefähr. Ja, genau. Ja, dit und dat. Ich wollte noch fragen, wie weit mit dem Salzkriechen ist. Ich hatte ein Bild gesehen. Das, ja, finde ich jetzt gar nicht mehr von Andreas von der Webseite. Das war ja das, macht mal. Das waren die hängenden Brüste da. Ach so, ja. Du bist jetzt schon der Dritte, der das sagt und er wundert sich, warum. Der Zweitit. Ja, es war halt. Andreas, wo ist deine Salzkriechen-Webseite hier? Komm, zeig her. Andreas, ich wollte dich dann nochmal was fragen. Na? Jetzt sofort? Immer her damit. Wir haben deine Bilder so gefallen, die du für Andreas gemacht hast. Mhm. Und nimmst du prinzipiell Aufträge entgegen? Nein. Gar nicht? Nein, ich brauche kein Geld. Also mit Bezahlung? Nee, das ist ja, ich habe, Geld ist nicht mein Problem. Nee, müssen wir gucken irgendwie. Sag mal, was du willst und dann überlege ich mir was, ob das passt. Das Problem ist immer, wenn ich wirklich Aufträge annehme, binde ich mich. Mhm. Und ich will mich in dieser Sache, sozusagen, ich habe meinen Job, ne, da wird die Kohle gemacht und alles andere, was ich sonst so mache, will ich mich nicht sozusagen verpflichtend binden, was ich im Zweifel nicht immer halten kann, weil ich einfach die Zeit dann nicht aufbringen kann. Und das ist sozusagen die Abgrenzung. Dann mache ich was, so, dann ist gut. Andreas kennt das, ne? Dann haben wir auch uns mal 1-2 Stunden zusammengeschaltet, haben ein bisschen gebastelt und dann ist aber auch gut. Mhm. Für meine eigenen Sachen, da teile ich mir das dann selber ein, aber sozusagen da, das ist halt, so bin ich aufgestellt. Ja, mir hat das so gefallen, wie du das so umgesetzt hast. Und ich fand die Zeichnungen auch, also für mich sind das so Zeichnungen von dieser Kontaktzone zwischen dem Wasser und den Seifenblasen. Hm. Und Andreas, auch, ja, Andreas hat mehr oder weniger das sozusagen analogisiert, sag ich da mal dirigiert, zu. Dirigiert, ja. Ja, Andreas, ich hatte Andreas schon gefragt und er meinte auch, es läuft dann so auf Kommunikation heraus und ich weiß nicht, ob ich das so vermitteln kann, aber ich sitze halt schon lange an so einer Idee, dass ich einen Plan von meiner Bibliothek für die Oper gerne erstellen möchte, also wie so ein Architekturplan. Oh, können wir gleich verknicken. Da kommen wir in sozusagen unheimlich viel Interaktion und so und das dauert einfach, da kann ich sozusagen nicht versprechen, dass zu halten. Das ist ein rein technischer, also ein technischer Aspekt, der mir aber zu Pass kommt, mich von bestimmten Sachen zu befreien. Ja, ich hatte das als ein Problem, an dem ich arbeite, hingestellt hatte, ein Modell, das also schon existierte, gezeigt und hatte dann gedacht, mal gucken, ob was draus wird und wenn da nichts draus wird, dann geht es irgendwie anders und dann hat er mich ja auch überrascht. Aber es ist eben so, dass ich jetzt aus diesem einen Modell, aus dieser einen Arbeit habe ich ganz viele Ergebnisse. Nicht? Also von daher finde ich das ganz spannend. Also das, was man da jetzt unter Salzkriechen sieht, dieses Bunte, das ist sozusagen schon wieder eine neue Bearbeitung von dem, was Matze gemacht hat. Nicht? Und, und das finde ich dann wieder spannend, weil das so gegenseitig ist. Nicht? Also der eine gibt einen Impuls, der andere fängt den auf, dann wirkt er weiter. Irgendwann taucht noch was aus oder verbindet sich mit den blauen Erdbeeren, die Birgit mal eingegeben hat. Wo du bist ja einfach auf die blauen Erdbeeren, hast du einfach spontan reagiert. Ne? Ja, das war sozusagen quasi die Provokation zu einem Kontakt. Ja, okay, hat gewirkt. Ja, also nicht vordergründig im Sinne von jetzt denke ich mir was aus oder so, sondern das ergab sich dann halt, ne? Ja, genau. Bei Hochzeit. Nee, sorry, also ist jetzt gar nicht, ne? Ich bin da aber relativ offen, dann sagt das halt, dann ist das sozusagen da halt. Nee, ist ja auch okay.
Ne, und hier mit den Geschichten. So, aber Salz, hier deine Seite. Wo ist denn dieses Doppelbrustbild? Das ist jetzt noch im InDesign-Dokument und ich arbeite im Augenblick so parallel und bin eigentlich ganz zufrieden, dass ich jetzt mit der Webseite weiterkomme. Ja. Und da kommt als erstes, wird also der Film kommen, wo ich hier mit diesem, hier ist mit dem Faden, ne? Ich hole das mal raus. Das ist ein Taumaskop oder so. So, wenn man das jetzt sozusagen so. Also, ja, 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 ja. Dann dreht sich das, ne? Und dann, und das ist total wenig, weil eigentlich außer, also Mann und Frau sind dann doch ziemlich gleich, ne? Und deswegen ist es gar nicht so auffällig, aber die verschmelzen dann, ne? Zu so einem, mal sehen, ob ich das hinkriege. Ist ein bisschen Fummeligkeit, weil das also als mit feinen Garn ist. Und jetzt muss man ihn mal gucken. Oder nee, mal so rum muss ich das machen. Hinlegen und dann immer so drehen. Na, schon wieder verloren. Und dann versuche ich es mal in Gang zu kriegen. Das ist nicht so einfach, weil das ziemlich groß ist. Die muss ich immer im richtigen Moment, muss ich dann immer, ah, es geht. Ja, auf der einen Seite, das ist jetzt nur die Frau, oder auf der einen ist Seite weiblich, die Frau, auf der anderen Seite der Mann. Ist der Mann, genau. Ja. Also ich kenne das mit, wie kommt der Vogel in den Käfig, ne? Genau. Ist doch das Bild, das ist. Naja, ja, auch das eine ist so. der ersten, wie sagt man, Animation, oder? So gibt es ja aus der Antike mit den. Ja, das ist ein Vorläufer vom Kino. So wird das auch gesehen. Genau. Wo so Bewegungsabläufe. Daumenkino. Ja, also alles, was so diese Bewegung und Zeichnung zusammenbringt. Ne? Und hier haben wir die beiden Figuren, ne? Eine Seite, andere Seite. Und ist an sich ist es ja eine einfache Idee. Aber so mit dem Taumaskop, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, boah, das unbedingt, das kann man auch schön nach YouTube reinstellen und auf die Webseite. Wobei ich da noch mit hader, weil wenn YouTube-Film auf einer Webseite zu Ende ist, dann kommt da in ganz bunt, guck mal, da haben wir das Video, kommt in ganz bunt, kommen dann diese ganzen anderen Filme, die man dann noch weiter gucken kann. Ne? Mhm. Das Moment, das kann ich noch nicht richtig, weiß ich noch nicht, wie ich das auffange. Weil die Webseite selber wird sehr klar, sehr transparent und. Du würdest einfach auf der Webseite dann, wenn du das willst, dann spezielle Versionen da hochladen und nicht YouTube aufrufen. Ja, vielleicht, genau. Muss ich mal gucken. Also. Oder mir fällt irgendwas ein. Schönes MP4 raus. Hm. Ist ja meistens für ein Lichter ja als MP4 vor. Ja, und die Browser können das eigentlich mittlerweile alle abspielen. Ja, das HTML-Video-Zeug. Ja. Und dann geht das eigentlich. Das hat übrigens Nele gefilmt. Da siehst du das hier, ne? Was dann so. Ja, was, aber die ganze Zeit hast du ja sowieso. So, ne? Man kann sagen, okay, konkret, so die Realität ist so, ne? Ja. Wenn du es auf YouTube guckst, dann siehst du ja auch alles. Ja, aber es ist ja halt, dann muss man halt was anderes nehmen, ne? Gibt ja auch noch andere Anbieter. Und du wolltest es aber weghaben, als nicht unten noch dran. Ja, es soll also nicht so ein, einerseits nicht so, so ein Film mit Titel und Abspann und so sein, so, es soll schon dieses Rohr haben, aber es soll aber auch nicht so roh sein, dass ich so das halbe Medium gleich mit reinschleppen muss, ne? Und da hadere ich im Augenblick noch mit und vielleicht finden sich bessere Lösungen. Mhm. Das ist so. Aber ihr habt doch ein WordPress im Hintergrund, ne, André, Michael? Ja. Ja, dann gibt es ja da HTML5-Player für. Das kann man aber auch einstellen eigentlich, oder? Wie das dann erscheint. Ja, dann hast du ja deine Webseite und dann ist halt in WordPress so ein Plugin. Letztendlich lädt man das Video hoch. Das ist eigentlich eine Datei, die auf dem Server liegt.
Und das JavaScript, das dann diesen Player darstellt, das kümmert sich um die Steuerung und auch um das Streaming. Also. So, ja, es fehlt darum, hat irgendwie einen, ich weiß nicht, antiken oder mittelalterlichen Autor mir erstmal vor Augen gehalten, dass der erstmal sozusagen die ganzen Kapitel von einem Buch, was er alles schreiben will, nebeneinander geschrieben oder auf verschiedenen Albertus Seiten geschrieben hat. Magnus. Albertus Magnus, okay, ja, und auf jeden Ja. Fall. Und dann, weil ich weil dann kann man anders schreiben, ne? Weil man fällt einem gerade dafür was ein, ist es nicht verloren, weil man gerade das nun gerade aber arbeitet, sondern man schreibt dann immer überall, ne? Und da, im Grunde habe ich damit jetzt angefangen. Und kann Texte dann, und das ist auch nochmal eine adäquatere Art als im InDesign, wobei ich so jetzt schon so ein bisschen mitdenke, dass das auch nochmal eine andere Veröffentlichungsform finden könnte, nicht? Also bin ich auch. Aber na gut, ich lasse das jetzt auf mich zukommen. Ich war eine Zeit lang war ich total frustriert und blockiert. Und jetzt ist das weg im Augenblick, Gott sei Dank. Das sieht doch aber ganz schön. Also, ich finde das gut. Also, klar. Ja, ich bin ganz stolz, weil Strukturiert also und. mit der Hilfe von Michael komme ich da ganz gut weiter und tue auch schon ganz viele Sachen selber. Und immer wenn ein Problem ist, dann schreibe ich das in DM, in Twitter und dann meldet er sich oder nicht. Aber Ja, meistens es ist nicht. ja so die ersten Sachen. Wie kriege ich hier eine Grafik rein oder eine neue Seite anlegen? Und wie kommt jetzt was ins Glossar und wie kommt was ins Hauptmenü? Das sind ja so Sachen, die man alle einmal Man hat dann drei Blöcke greifen muss. nebeneinander und der eine. Und darüber einen langen, meinetwegen, und dann hast du da eine Kante, Flattersatz, ne? Und dann ist aber der Flattersatz des Blocks darunter, der ist irgendwie ein bisschen anders. Und du müsstest diesen Block dann so um 4 mm nach rechts öffnen. Das kannst du. Und das macht er nicht, ne? Zeig mal. Nach 4 mm nach rechts, weil. Weil damit diese Kante so schön, die Flattersatzkante sozusagen ineinander übergeht. Na, sowas. Und also und dann gibt es eben so Sachen wie ich will gerne doppelte Trennzeichen haben, da wo Wörter nur verbunden sind und die richtigen Trennzeichen sollen einfach sein. Sowas, da werde ich ja also Ja, das jagt geht mich aber, eher. da kannst du, glaube ich, Steuerung, Shift, Leerzeichen. Oder Shift, Leerzeichen. Also das ist ein Ja, ich setze die sogenanntes. dann ein aus dem anderen Nee, Shift. du kannst die sogenannten geschützten Leerzeichen, die müssen auch bei Tastenkombinationen gehen. Also Nibble Space und NBSP, Semikolon, abgekürzt. Und die kriegst du halt mit der Tastenkombination auch hin. Musst du mal ausprobieren. Also in HTML ist einfach so, es geht nur ein Leerzeichen, wird nur eins dargestellt. Das ist seit ewig so definiert und deswegen kann man Leerzeichen nicht einfach zur Formatierung benutzen, weil man kann geschützte Leerzeichen nehmen. Das Problem ist, wenn dann der Text trotzdem umbricht, dann hast du die Leerzeichen an der Backe. Um mal zu zeigen, was ich will, Rache. Jetzt, wenn ich hier, das ist jetzt sozusagen ein Getrennzeichen, doppelt, ne? Wie Arno Schmidt das verwendet hat. Und dadurch, wenn das jetzt an den Rand kommt, ist sofort klar, dass es sozusagen eine Bindung hat. Rache und Befreiungsbilder. Ne? So, es ist eben nicht wirklich ein Trennzeichen. Aber an anderen Stellen gibt es eben echte Trennungen. Ne? Und dann dieser Punkt hier, das ist das hier, nicht? Also da siehst du, dass hier der Flattersatz hier laufen würde. Ne? Und hier läuft er hier. Das fällt normalen Leuten überhaupt nicht auf, ne? So, aber mir, Ja, ne? aber was du jetzt hier versuchen willst, ist Ersatz. Das kannst du mal, also das Aber würde ich. das versuche ich dem seinen Anfang von dem Projekt zu erklären. Andreas, das kannst du vergessen. Also, Hängender Einzug, nee, das Andreas, mache das kannst du ich. Sag mal doch, vergessen. das geht alles. Ja, Einfach grundsätzlich mal geht das, online ne? gehen. Ja, Aber doch, dann mach alles einmal, gut. macht einer mal ein bisschen Zoom, macht einer mal einen Zoom auf der Webseite, bricht dir alles zusammen. Ja. Und Naja. alle hartgesetzten Umbrüche werden sichtbar. Ich weiß. Ich Ich weiß, würde ich es gar muss nicht da ganz anfangen. anders denken. Nee, ich tue Nee, es ja. du musst nicht anders denken. Du musst, eventuell ist das Medium dann nicht das Richtige für dich. Dann musst du halt, wenn du das unbedingt willst, musst ein PDF machen.
Das habe ja. ich Ihnen das ja gesagt. Das wird jetzt so sein, dass ich ein PDF mache und das. Also das aber er versucht trotzdem jetzt herauszufinden, was er denn überhaupt tun kann. Ne? Hm. Und ich lasse mich da manchmal auch mal Sachen ein oder mal auch nicht. Und dann denke ich mir, ja, sag ich, pass auf, 80. Ja, 80, also Paris. Er ist ein echt geduldiger Erzieher. Ja, aber hier zum Beispiel bei diesen bei den zwei Blöcken ist halt so, er hat jetzt links wahrscheinlich den gleichen Rand wie rechts, ne? Linke Hand. Und deswegen rückt das halt leicht ein. Und kommt nicht ist das dann ein Essay für die Akademie? Ja, jetzt, aber wir sind erstmal als. Ja, genau. Und das sind die zwei verschiedenen Läufe, die aufeinander so Bezug nehmen? Also hier ist jetzt eine Erfahrung mit einem. Also ich mach mal hier, siehst du, hier ist der Dings und wenn ich den jetzt hier rüberziehen will, ne? Ja, das kannst du mal, das würde ich gar nicht erst anfassen. Ja, das sag Nein. ich ja, nee, das darf man nicht machen, weil das ist halt ganz klar. Ja, ich sag, mach mal, wenn du meinst. Ist in CSS gebaut, wie breit das ist. Das sind Prozentangaben, die da im Hintergrund laufen. Und da oben drüber packst du auf und darüber packst du auf einmal, wenn du mal das zieht, das ist nicht untypisch, dass dann eine Pixelangabe hinzukommt. Da weiß der Browser dann aber gar nicht mehr, was er machen soll. Ja, ja. Deshalb, ich sage immer, ich bin froh, dass ich überall safe bleibe. Ich meine, ich nenne das ein Framework, Divi, so ein Baukastensystem sozusagen für WordPress. Das nutze ich jetzt schon 10 Jahre, über 10 Jahre. Ja. Ich habe es ja kapiert. Ich bin jeden Tag bescheiden. Ja, also man könnte jetzt, ich weiß nicht, André, Michael, ob man hier zum Beispiel, ob es Plugins gibt, die sagen, bitte lade mir eine separate CSS-Datei in genau diese Seite oder einfach nur einen CSS-Block. Weil du kannst eigene CSS-Klassen schreiben und dann tust du sie einfach in den Feldern aufrufen. Ja, okay. Aber ich so nach dem Motto, ja, okay, das geht natürlich auch. Und dann würde man genau an dieser Seite. Das mache ich gar nicht, verstehst du da? Ja, ist ja ein Riesenaufwand, weil du konkret für dieses Satzbeispiel halt sagen würdest, okay, an der Stelle, aber sobald Andreas den Text umformatiert, bricht es auch wieder zusammen, würde man halt sagen, nach rechts ist es jetzt bitte schön 10 Pixel breiter. Ja. Ich habe mal eine Kundin gehabt, die hat vor ihrem Rechner gesessen. Ne? Und ich habe da so lange eine Ausgabe geschraubt, bis sie gesagt hat, jetzt sieht es bei mir gut aus. Dann war ich fertig und habe ich ihr eine Rechnung geschickt. Ich habe gedacht, was ist das für ein Schwachsinn? Da ein Zeilenumbruch und noch was, sage ich. Der Text bewegt sich. Ich mache das jetzt schon immer. Ich mache jetzt immer so, dass ich den zusammenschiebe und die auseinanderziehe und gucke, was passiert. Der Text ist lebendig. Also das ist hier ganz gut. Die kommen ganz schön hintereinander. Sieht auch immer noch gut aus. Lässt sich Lesen. Ich finde, das ist schon so, also ziemlich. Ich finde das schon ganz schön, weil ne, das haut schon hin. Locker flockig sind auch die einzelnen Diffs sind ordentlich so, dass du, wenn du eine Media Query hast. Ne, aber das Blöde ist, es dauernd passiert. Elemente. Ich würde mache hier oben ja links, ne? Hier, ne? In den Text rein, ne? Anker. Da bin ich dabei, das zu lernen, wie ich die Anker mache und so. Aber ich möchte auch zurück. Also auf der alten Webseite hatte ich mal so einen kleinen. Anker zurücksetzen, ja. Sag ich einfach, benutzt doch einfach hier oben den Rückpfeil. Nee. Oder so. Weil der Anker ist ja kein Link, sondern nur in der Link innerhalb der Seite. Wenn du oben im Browser die Zurück-Button benutzt, springt dir eine Seite zurück. Ja. Ne, zurück im Browserverlauf. Ne? Und deswegen nutzt du das nix. Das Ding ist, du kannst dir natürlich unten einen oben einen festen Anker setzen. Den haben wir sowieso. Guck mal unten. Ja. Ganz unten rechts ist ja der. Ja, und was will Andreas? Ja, rechts ist doch alles da, Andreas. Ist doch super. Guck mal, ganz unten rechts. Ja. Was ist da rechts grau am Rand? Noch weiter. Browserrand. Jetzt noch unten. Nee, rechts hingucken. Mit der Maus. Rechts. Rechts. Das andere, das rechts, rechts, das andere, das rechts, 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 weiter rechts, weiter rechts, runter, da,
Was ist das? Das würdest du ja nur an einer anderen Stelle haben wollen, im Zweifel. Ja, ich habe. Da kannst du überall einen Schalter mit Top machen. Sind die hängenden Brüste bei dir? Ja. Scheißegal. Das sind zwei Seiten. Mach mal einen Top-Schalter, verstehst du? Und der das ist unter anderem so. Also, ja. Wenn er es so haben will, ich würde das gar nicht so machen mit den Anker, weiß ich nicht. Ja. Also, weil also hier habe ich immer so Pfeile, ne? Ja, wofür? Also, und die benutzen. Die springen hier in diesen lange. Ja, klar. Also, und das, wozu, also, weil ich benutze diese Sprungpfeile auf den Seiten, ne? Benutze ich nie. Ich scroll alles durch für den Content. Ja, ich auch. Das ist einfach. Also, benutze man nicht. Also, ich denke dann schon. Ich will dann nicht explorieren, sondern ich will die Seite an sich erstmal. Ja, weil man auch nicht ganz genau weiß, wie weit man jetzt hoch. Weil man weiß, ja, aber man weiß ja auch nicht, wie hoch oder wie weit runter springe ich denn jetzt. Das wird ja nicht transparent aus dem Ding daraus. Ja, das springe ich jetzt ein Kapitel hoch? Naja, was hast du bei Wikipedia, Matthias, zum Beispiel? Oben hast du ja schon auch wieder Anker, ne? Das ist halt was anderes. Das sind ja richtige Sprung-Kapitelmarken. Das verstehe ich. Wenn auch automatisch gesetzt, wenn die H1 bis 6 deklarierst. Genau, und wenn man will, kann man auch gerne an jeden Absatz einen Sprung wieder zurück zum Inhaltsverzeichnis machen. Ja. Hast du aber selbst bei Wikipedia nicht. Ne? Stimmt. Dann scrollst du einfach da mit dem Scrollbalken wieder nach oben. Oder so. Das heißt also, rück kann ich mir abschminken. Technisch geht das natürlich, ne? Also, dass du halt. Ja, also mein Prinzip ist inzwischen, ich will jetzt schreiben, ich will, dass da Inhalt passiert und so. Und wenn ich jetzt jede kleinste Verzierung erstmal wichtig nehme, dann komme ich nicht weiter. Und und dann kann man mal gucken, was man da noch reinholen kann an Raffinesse, nicht? Und ich finde, es ist jetzt schon raffiniert genug, also ist schon viel passiert und. Diese zwei Seifenblasen, die nach unten wegtropfen und dadurch also jeden. Ne? Ja, aber Andreas, das ist doch auch eindeutig, oder was? Dass das im Auge, dafür sind wir nun mal sexuelle Wesen, dass das sofort zur Brust wird. Ja, ja. Wenn man genauer hinguckt. Also ich bin erst drauf gekommen, weil du das gesagt hast. Ich hätte jetzt gedacht, es sind die zwei weißen Seifenblasen, die aneinander hängen. Oh ja. Genau. Und da suche ich noch danach. Ich habe, glaube ich, jetzt einen wissenschaftlichen Artikel gefunden, wo es um Strömungsverhältnisse in Seifenblasen überhaupt geht, dass sie das jetzt haben modellieren können. Und was aber in dieser, weiß ich, 100stel Sekunde passiert, wo zwei Seifenblasen sich begegnen, wie sich das ganze Strömungsgebilde, was ja diese Seifenblase ist, umorganisiert, ne? Also das, was sie immer erzählen, ist, dass also der Druck der Kleinen größer ist als hier und dass deswegen also, wenn man eine Verbindung schaffen würde zwischen dieser und der, würde diese aufblasen und diese würde verschwinden. Ne? So, das fasziniert die Physiker alle sehr. Ne? So, ja. Aber die Strömungsverhältnisse sind offenbar sehr turbulent, sonst hätte man nicht diese Schlierenspiele, ne? So da drauf wie bei Benzin. Und das interessiert mich sehr, weil nämlich erstmal so der Außen- und der Innenraum sind im Grunde erstmal unwichtig oder wie soll man sagen, sehr einfach, nicht? Und tragen als zum in diesem kurzen YouTube-Video, was ich da rausgeschnitten hatte, ne? Der sprach da ja mindestens bei einer Dreierkombination, ne? Genau. Von einem konkreten Winkel, ne, der da entsteht. Ja, gleicher Winkel. Na, wenn die Seifenblasen gleich sind, dann entsteht sozusagen, wenn der Kern eines Sechseckmusters, nicht? Und die Winkel sind alle gleich. Ne? Das glaube ich, also kann sein, dass ich es falsch in Erinnerung habe, aber das war für mich das Verwunderliche, dass sie, auch wenn sie auch in der Implementierung habe ich ja unterschiedliche Blasengrößen gesehen. Dass die trotzdem der Winkel da an einer gewissen Stelle gleich ist. Es ist aber für die Darstellung jetzt auch Wurst, ob der Winkel nur gleich ist oder unterschiedlich, ne? Also wenn die extrem klein sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass das, warum nicht? Das wäre dann nochmal rauszukriegen. Und also ich meine, das ist so ein faszinierendes Ding. Da gibt es also Seifenblasen, die kriegen oben ein Loch. Und dann geht es ganz langsam, wird dieses Loch weiter, bis die Hälfte praktisch nur so eine Schale ist und oben gar nichts mehr ist, ne, und hält immer noch.
Ne? So, also gibt es einen ganzen Aufsatz drüber, physikalisch. Habe ich so viel Mathematik drin, dass ich da keine Chance habe. Aber so ein bisschen kriege ich doch mit. Und ja, also das, und das alles ist für mich ja eben allegorischer Stoff, Stoff, den man umsetzen kann in Bedeutung, in Anknüpfungen und sonst was, nicht? Und entsprechend arbeite ich dann auch, nicht? Hier fängt das mit zwei Albträumen an und so Fieberfantasien. Hier geht das runter. Dann kommt nochmal das als erstes beschriebene Bild, wo also eine Nadel durchgeht, eine Nadel reingeht und eine Nadel in die zwischen die Seifenschichten geht, nicht so. Das ist ja noch so. Ist ja Sputnik. Kannst du noch eine kleine Ukraine-Flagge hinmachen? Der blutige der Sputnik. Das ist ja schön, dass das passiert euch von selber, wie jetzt bei dir, nicht? Dass ich dann genau. Ne. Sollen die Leute sich selber ihre Ukraine-Fahne da reinmalen, wenn sie eine haben wollen? Genau, genau. Ja, aber sonst ist es schön gesetzt, muss man so sagen. Ja. Also ich will jetzt, ich will bis will auf etwa 4 Schriftfonds kommen, weil das ist jetzt beim Schreiben, mache ich mir immer so Notizen und dann Wünschenswertes. Aber hier hatte ich gedacht, dass ich das hier kleiner und dann eben mit einem nicht serifenfreien und das hat sich aber so jetzt ergeben, dass es doch so schon reicht, ne? Also lasse ich so. Wie läuft das hier in WordPress Michael, heutzutage mit verschiedenen Schriftarten, weil es gibt ja diese Webfonts, ne, die man sich quasi tonnenweise ziehen kann und auch kostenlos verwenden. Ja, also da ist eigentlich Google Fonts implementiert. Und da gibt es halt ein Problem mit der DSGVO-Gedöns, da weiß der Geier, weil dann Connections nach Google hergestellt. Ich habe mir das jetzt runtergeladen, das ist... Okay. Kannst du dann aber auch selber, einfach wenn du da weißt, welche du willst, tust du die einfach selber aus und dann hast du... Und im das wäre doch gerade illegal, schreibt der, oder man braucht... Ja, aber aus Google-Sicht, nicht aus DSGVO-Sicht. Nee. Google würde ich nicht verklagen. Also, die Wahrscheinlichkeit. Kannst du auf deinen Computer runterladen. Und wie ist das mit dem Einbau? Habe ich, glaube ich, schon. Wie ist es bei der Auswahl hier im Editor, wenn du da eine bestimmte Schriftart, also eine, sagen wir mal, eine exotischere? Jetzt hast du da Zugriff auf die gesamte Palette von Google. Ja, und die hast du sozusagen, dann wird es einfach, ist eine lange Schriftenliste da. Nee, er muss jetzt gucken. Ich habe gesagt, pass auf, je mehr Schrift du machst, macht es dann irgendwann auch für mich keinen Sinn mehr. Und dann lasse ich das einfach so laufen, wie es läuft. Und dann ist mir mal dieses DSGVO-Gelaber völlig wurscht. Ja. Dann sage ich aber, das ist halt dann auch dein Risiko. Jetzt musst du dir sowieso ja überlegen, er ist ja Website-Betreiber, da haben wir dann auch halt drüber geredet, ne? Wie jetzt von dem, selbst wenn ich das ja jetzt nicht als Auftrag macht, ne? Ich helfe ihm einfach, wir sind Kumpels, so, ich mache halt dann so. Ne? Und das ist halt zufällig auch mein Job. So. Und dann sage ich aber, rechtlich und so, da habe ich Aufklärungspflichten und das gehört nun mal dazu, dass du den ganzen Scheiß eigentlich genauso wie ich auch verstehen muss. Ne? Was da passiert. Ja, aber ist nicht, indem man halt den Hinweis gibt, dass es so ist, man über Datenschutz, auf der Datenschutzseite durch einen Absatz entsprechend geschützt? Nee. Doch. Nee. Sonst könnte ja keiner Google Webfonts benutzen. Ja, deshalb ist das ja auch alles illegal, was sie da machen. Nee, das stimmt nicht. Das glaube ich nicht. Doch. Nein. Ja, nein, aber man kann doch sozusagen, indem man darauf hinweist, Achtung. Du musst Consent Management, Consent Tool haben und du musst das vorher ausschalten und dann anfordern, dass es mit, ne? Ja, das macht man, also was wenn du jetzt haben, ja, also letztendlich so ein Cookie-Banner und wenn du damit reinschreibst, das und das passiert ist jetzt das hier. Ja, aber wir setzen ja gar keine Cookies und das ist schon, wenn das nur wegen diesen blöden Google-Fonts, dann tue ich die halt selber hosten und dann kann ja einer husten. Aber wie gesagt, 4 Schrifttypen oder so, das ist ja kein Problem. Nur jetzt im Moment tut Andreas halt noch gucken, was denn dann für ihn relevant ist. Und dann tue ich die einfach da auf den Server legen. Also jetzt
gestaltungsmäßig werde ich es ja merken. Und ich habe mir jetzt diesen Artikel, ich habe einen Artikel gefunden, der mir sehr, sehr kompetent und gründlich vorkommt, und den werde ich so in nächster Zeit mal so durchlesen. Also ich weiß immer noch nicht, ob Google mir gegenüber Urheberrechte anmelden kann, wenn ich das sozusagen vom eigenen Server bringe. Ne? So. Und da bin ich wahrscheinlich zu klein, kann sein oder so. Ja, das würde ich auch so sehen. So, dass, dass die sich da einen drum scheren. Also die rechnen ja damit, dass das sowieso passiert. Aber dahinter steht eben, dass offenbar dieses Umsonstprinzip wiederum ein viel größeres Geschäft verdeckt, was die damit machen, weil die eben unglaubliche Datenmengen über diese über dieses Angebot der freien Fonds generieren können. Mhm. Wo ich aber noch nicht weiß, inwieweit das jetzt stimmt oder was denn da für Daten dann bei mir abgesaugt werden oder welche Verhaltensweisen von mir für die relevant sind, die sie nicht schon ohnehin überall kriegen. Also was mich ein bisschen, Michael, ein bisschen, weil ich kenne ja auch die kenne die Aussage sozusagen vom Datenschutzbeauftragten, dass Google Analytics mit der Einwilligung, ne? Dass das zum Beispiel auch konform verwendet werden kann. Genau, ja. So, und ihr wollt aber sozusagen keine Einwilligung nach Möglichkeit. Ja, das ist eigentlich da, weil ich habe sonst nichts. Ne? Ich tue nichts tracken, gar nichts und mache keine Analytics und hast nicht gehört. Hm. Und dann habe ich jetzt den kuriosen Fall bei einer anderen Webseite gehabt, für einen kleinen Kunden, dass ich dem Consent-Tool einrichte, damit er ein Consent-Tool hat. Ne? Und das Einzige, was da überhaupt datenschutzrechtlich dann relevant ist, ist das Consent-Tool. weil das sich ja speichern muss für den nächsten Besuch. Ich denke, die Einwilligung. Euer blöde Abfragebox da. Ne? Ja. Ja, jetzt sind wir sicher. Ne? Ja. Du hast es ja auch. Ja, es hat sich jemand gemeldet, dass wir keinen Cookie Bunny haben. Wir müssen was machen. Ja. Aber du hast dich hier schön mit 503, ne, irgendwie rausgehalten aus den Suchmaschinen. Also der Code 503 wird gerade auf, ich habe ja salzkriechen.de oben in der URL gesehen. Mhm. Und das ist ja hier im Wartungsmodus, die Webseite. Ja. Ja, Google Fonts, wie gesagt, hier. Ja. Steht da irgendwas zu DSGVO-Datenschutz? 1400 Schriftarten, welche Google zur freien Verwendung bereitgestellt hat. Ja, und da steht ja irgendwie Datenschutz. Google Fonts bietet die Option, Schriften auf der eigenen Webseite zu nutzen. Ja. Genau das werde ich dann machen. So. Ohne dass diese auf den eigenen Server hochgeladen werden müssen. Siehst du das denn nicht? Benutzerschrift über das Hochland. Dieser Exterior bewirkt Daten, bla bla, Landgericht 22, Januar. Ja. Da muss man auch mal gucken, dass das hier aktuell ist. Das kann sein, dass da wieder eine. Ach, Januar 22, deswegen ist es sozusagen, hat jetzt keine große Runde gemacht, ne? Ja, du musst permanent musst du die nachdenken. Genau. Von wann ist die Verordnung, ne? Ja, und gibt es gut. Das Urteil. Okay, jetzt muss man sich quasi sozusagen immer für Google Analytics, Fonds, alles, was man so extern hat. Ja. Die Wikipedia-Seite ist da gar keine schlechte Quelle. Nö. Ja, es ist auch möglich, Schrift lokal auf dem eigenen Server bzw. Space einzubinden. Dafür müssen die Verwendung Google Fonts heruntergeladen, auf den eigenen hochgeladen. Damit ist die Verbindung zum Google Server getrennt und die Informationsübertragung an Google unterbunden. Und damit durch können sie dann rumjammern, wie sie wollen. Mit irgendwelchen Verbindungen zu irgendwelchen bösen Servern gibt es nicht da. So. Ja, ich habe hier so ein Dr. DSGVO gefunden. Externe Google-Schriften auf Webseiten einbinden, faktisch nicht möglich. Ja, das ist ja der Witz. Februar 21, ja. Ne? Naja. Und das ist ein ziemlich langer Artikel, der damit endet, dass es dann doch irgendwie Möglichkeiten gibt, mit Urteilen, Andrung dran. Da ja, aber da bist so du schon in der Argumentation dann, als ob du vor einem Richter stehst. Ne? Also irgendwo muss man deshalb, was eben gesagt wurde, dass er dann, was ich halt konkret dann auch sagen muss, pass auf, ich habe ein Risiko, weil ich dir helfe. Ne? Und
kann sogar auch da theoretisch für gewisse Sachen verantwortlich gemacht werden. Das Erste, was ich tun muss, ist, ich muss jemanden aufklären. Also, genau, das ist interessant. Ist so geil. Und dann kann ich die ganze DSGVO-Scheiße und das ganze Recht besprechen. Und ja, das Interessante das dabei ist, das Michael, was wichtig ist, du darfst keine Rechtsberatung machen. Nee, das sowieso nicht. Sozusagen. Nee, alles, was du dann sagst, kannst du sozusagen als Hinweise geben. Eine verbindliche Rechtsberatung darf aber nur durch Rechtsanwälte erfolgen. Ja, oder Steuer. Ich muss gleich los. Leute. Meine Tochter fängt an durchzuticken. Die hatte mich angefordert. Ja, dann machen wir jetzt Feierabend. Vertröstet. So. Machen wir Feierabend. Und also den Rest läuft über Anwalt hier oder. Ja, genau. Genau. Wir melden uns. Ja. Bis alles dann. Klar. Na dann. Ciao. Ciao.